Mein Name ist Thelma Malar und das ist mein bester Freund Jona. Und wir spielen heute ein paar Songs für euch. Ich freue mich sehr, dass wir da sein dürfen. Der erste Song heißt Amazing Things. Sehr gerne mitsingen.
Thelma Mala, vielen Dank. Und damit stimmen wir uns ein auf etwas, das wir 3 Jahre lang vermisst haben. Herzlich willkommen in der AXIKA in Berlin, endlich wieder in voller Präsenz zum Bundesfinale 2022 von Jugend debattiert. Mein Name ist Lennart Feix, ich darf Sie und euch mitnehmen durch die nächsten 2 Stunden hier in einem vollen Saal. Und darin sitzen eine ganze Menge Menschen, die möglich gemacht haben, dass auch in den letzten Jahren, in diesen letzten Jahren, der Debattenfaden nicht abgerissen ist und dass wir in diesem Jahr gemeinsam weiterstricken können an der mittlerweile 21-jährigen Erfolgsgeschichte unseres Wettbewerbs. Ganz maßgeblich werden dazu heute Abend 8 Personen beitragen. Die möchte ich zuallererst begrüßen. 8 Bundesfinalistinnen und Bundesfinalisten aus diesem Jahr. Da und da sitzen sie. Guten Abend. Ich möchte begrüßen die Ehrengäste, die Vertreterinnen und Vertreter der Partner und Förderer von Jugend debattiert. Da dürfen wir heute Abend hier willkommen heißen. Aus Hamburg, die Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft und Beauftragte der Landtagspräsidentenkonferenz für Jugend debattiert, Carola Veit. Guten Abend. Bei uns ist der Leiter der Schulabteilung des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, Herr Dr. Tobias Funk. Ich darf begrüßen den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Schön, dass Sie heute Abend hier sind, Herr Dr. Jens Brandenburg. Wir werden später noch miteinander sprechen. Sie, die ich gerade genannt habe, und die Geschäftsführerin, die bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung für Jugend debattiert, zuständig ist, Elisabeth Nia. Wir machen noch ein bisschen weiter. Mit einem gemeinsamen Applaus möchte ich begrüßen weitere Mitglieder des Kuratoriums von Jugend debattiert heute Abend dabei. Sandra Maischberger, Ahmed Mansour, Professor Dr. Michael Seewald und Anke May. Guten Abend. Und es sind noch ein paar andere hier im Saal, Wettbewerbsbeteiligte, die schon seit Donnerstag in Berlin dabei sind. Das sind weitere 56 Landessiegerinnen und Landessieger, die die letzten Monate mit Debattieren verbracht haben. Das sind Lehrkräfte, die sie dabei unterstützt haben. Das sind die Alumni von Jugend debattiert, die aktiv waren in den letzten Tagen. Und heute Abend sind endlich dazugestoßen, Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde zum Unterstützen. Wir sind wieder vollzählig. Schön, dass ihr und schön, dass Sie heute Abend dabei seid. Das wird ein guter Abend auch für diejenigen, die uns im Livestream zuschauen. Guten Abend an Sie und euch. Das ist praktisch. Es hätten nicht mehr viele Leute in die AXIKA gepasst. Das merkt man hier, ist gute Stimmung. Alle sind negativ getestet, positiv gestimmt. Das ist auch gut so und ist auch berechtigt, denn in diesem Jahr ist manches neu. Das hat man gemerkt auf dem Weg hierher. Uns erwartet ein Bundesfinale an einem besonderen Ort, irgendwo zwischen Adlon und US-Botschaft, direkt am Brandenburger Tor. Zum ersten Mal ist es so, dass wir Jugend debattiert Bundesfinale erleben können an einem Samstagabend zur Primetime. Und dabei ist aber auch vieles wie früher. Das Funkeln hinter mir, das ist heute der einzige Bildschirm, der auf dieser Bühne eine Existenzberechtigung hat. Wir setzen wieder auf Theken statt auf Kacheln. Es gibt heute Abend echten Blickkontakt. Ja, aber eines, das ist wie immer. Und wenn es draußen richtig heiß wird, dann feiern wir drin den Saisonabschluss. Darauf freue ich mich. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Applaus
Zwei Debatten, die erwarten uns heute. Es geht um ein Verbot digitaler Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sowie um die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland. Die Debatte hat ein festes Regelwerk, zwei Seiten, drei Teile und vier Hauptbeteiligte, die später auf der Bühne stehen werden. Zwei von ihnen sprechen für die Pro-Seite, zwei sind Contra. 24 Minuten am Anfang, 2 Minuten Eröffnungsrede für jeden, dann 12 Minuten freie Aussprache und am Ende nochmal 4x1 Minute für die Schlussrunde. Hilfreich fürs Zeitmanagement ist dabei die Glocke, die ist auch wieder mit dabei. Die wird nur in besonders vertrauensvolle Hände gegeben. Jetzt schaue ich, wo ihr sitzt. Da sitzt ihr. Die vertrauensvollen Hände gehören in diesem Fall zur Landessiegerin Jugenddebattiert China 2016. Gigi Zhou aus Shanghai, 23 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Du behältst das hier im Auge. 15 Sekunden vor Ende der Redezeit meldest du dich. Ich würde sagen, wir testen das und schreiten dann langsam in Richtung Debatte. Das ist das Zeichen, was wir hören werden. Und 15 Sekunden später meldest du dich dann etwas lauter. Für die Debatte haben wir nicht nur die Glocke, sondern es wird eine Bewertung geben und dafür gibt es eine Jury. Die möchte ich gerne vorstellen für unsere erste Debatte des heutigen Abends. Sitzen in dieser Jury Sandra Maischberger, Journalistin und Moderatorin und natürlich aus dem Kuratorium von Jugend debattiert. Neben ihr der Kuratoriumskollege und Sozialpsychologe Ahmed Mansour. Zur Jury gehört der freie Trainer von Jugend debattiert, Marcel Hinderer. Im letzten Jahr hast du in eine Webcam geguckt und alle von deiner Debatte überzeugt. Du darfst heute mitjurieren, die Bundessiegerin aus dem letzten Jahr aus der Altersgruppe 1, Sophie Bauer-Sachs. Und Teil der Jury ist auch noch der Leiter von Jugend debattiert, Ansgar Kemmern. Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft, das ist die Mission. Darauf wird geachtet heute Abend, wenn wir Bundesfinale machen. Das machen wir jetzt und dafür brauchen wir noch Finalistinnen und Finalisten der Altersgruppe 1. Und die würde ich einfach mal jetzt auf die Bühne holen. Wir starten mit einem jungen Mann. Landessieger aus Schleswig-Holstein, 9. Klasse, 14 Jahre alt, vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Quickborn, Frederik Mönkerhaus. Frederik richtet sich ein und wir gehen mal in Richtung des anderen Puls. Dahin kommt eine junge Frau. Sie besucht die 10. Klasse am Gymnasium Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Wir freuen uns auf Anna Düppre. Applaus 15 Jahre alt, so wie Anna, ist der Vertreter der Kontra-2-Position in dieser Debatte. Er besucht die 9. Klasse am evangelischen Fürstwald-Gymnasium Kusterdingen. Der Landessieger aus Baden-Württemberg, Daniel Grützmacher. Und wir machen die Runde voll mit einer jungen Frau. Sie kommt vom Gymnasium Corvinianum in Northeim in Niedersachsen. Das ist Emilia Fritz, 15 Jahre alt. So, ihr vier, ich komme mal zu euch. Hier ist alles vorbereitet für euch. Hier liegt leeres Papier, volles Glas und es sieht auch so aus bei euch, als könnten wir starten. Ich frage nochmal dich, Frederik, wer begleitet dich denn hier heute? Also alle begleiten alle, aber wer ist denn heute nur deinen Weg gekommen? Also aus meiner Familie sind meine beiden Eltern da. Die sitzen? Etwa dort. Guten Abend.
Daniel, wo dürfen wir hinschauen? Wer ist da für dich heute Abend? In diese Richtung, da sind auch meine Eltern und meine beiden Schwestern. Guten Abend. Anna, wo schaust du gerade so interessiert? Ich schaue dahin, da sitzen nämlich meine Mama, mein Papa und meine kleine Schwester Lena. Ich schaue aber auch in die Kamera, weil da schauen ein paar Leute aus meiner Schule zu und mein betreuender Lehrer. Alles Gute. Emilia, da sitzen wahrscheinlich auch bei dir ein paar Leute, hier im Saal ganz viele. Wo guckst du jetzt hin? Wo sitzen die Leute, die heute, bei denen du davon ausgehst, so, die werden auf jeden Fall die Daumen drücken? Wo muss ich mich hin orientieren? Ich denke vor allem die Leute, die ich bei Jugend debattiert kennengelernt habe, bin ich sehr froh drüber. Von meiner Familie ist niemand im Raum, aber ich bin mir sicher, die hocken auch gespannt vom Bildschirm. Dann von daher fühle ich mich auch unterstützt. Wir brauchen keine Richtung, es sind alle. Ihr vier, ihr seid gut unterstützt. Es ist laut hier im Saal und jetzt wird es leise. Man ist gespannt auf euch. Wir wollen eine Debatte hören. Habt ihr Lust? Ja. Gut. Dann legen wir los, wenn ihr soweit seid. Und das scheint so zu sein. Ich würde die Streitfrage noch einmal vorlesen. Und dann starten wir in die erste Debatte. Bundesfinale Jugend debattiert 2022 Altersgruppe 1. Und die Streitfrage lautet: Sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden? Sekunden. So lange fixiert ein Autofahrer während der Fahrt durchschnittlich eine digitale Werbeanlage. Dies belegt eine Studie des Werbeunternehmens Wall Deco. Und diese Zahl, 2,38 Sekunden, hört sich im ersten Moment gering an. Doch bei einer innerstädtischen Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern liegt ein Auto dabei über 33 Meter zurück. 33 Meter, die im Zweifel über Leben und Tod entscheiden können. Doch dies ist nur eines von mehreren Problemen durch digitale Werbeanlagen. Zu nennen wären der hohe Energieverbrauch sowie die Lichtverschmutzung. Daher fragen wir, sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden? Wir schlagen vor, in den Bauordnungen der Bundesländer zu verankern, dass ab 2023 bestehende Werbeanlagen abgebaut werden müssen und neue nicht mehr zu genehmigen sind. Der öffentliche Straßenraum im Sinne dieser Maßnahme inkludiert Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Dieser darf dabei durch jene Werbeanlagen nicht beeinträchtigt werden. Das heißt, die Werbeanlagen dürfen im öffentlichen Straßenraum nicht sichtbar sein. Digitale Werbeanlagen im Sinne dieser Maßnahme sind dabei solche, die Bildschirmtechnik nutzen. Bei Verstößen gegen die vorangegangenen Regelungen sind die entsprechenden Unternehmen mit Bußgeldern zu belegen. Warum ist es also so wichtig, diese Maßnahme umzusetzen? Ich möchte hierfür eine weitere Zahl heranführen. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2020 gab es in Hamburg aufgrund digitaler Werbeanlagen über 10 Unfälle. Wir sehen hier den Staat in der Pflicht, seine Bürger in Zukunft besser zu schützen. Und deshalb spreche ich mich dafür aus, dass digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden. Jeder 10. Unfall passiert laut Statista durch Ablenkung. Aber woher kommt diese Ablenkung? Kommt diese Ablenkung von Werbeanlagen? Schauen wir uns mal eine Studie von dem ADAC an. Dort werden als potenzielle ablenkende Gründe keine Werbeanlagen angeführt, sondern vielmehr das Handy, die Bedienung des Autos, andere Effekte im Straßenverkehr. Und genau das ist doch das Problem, was ihr angeführt habt, das besteht an dieser Stelle einfach nicht. Wir stellen uns in der heutigen Debatte die Frage: Sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden? Wir können uns aber auch die Frage stellen, besteht das Problem, was ihr von der Pro-Seite dort anführt, die Gefährdung der Verkehrssicherheit wirklich so sehr? Ihr habt dazu eine Maßnahme vorgeschlagen, um dieses Problem zu lösen und seid davon ausgegangen, dass ihr die Bauordnung ändern möchtet
und ab dem Jahr 2023 dann entsprechend die einzelnen Anlagen nicht mehr genehmigen bzw. abbauen wollt. Hier stellen sich mir noch einige Fragen. Erst einmal, wie wollt ihr denn die einzelnen Betreiber von Werbeanlagen finanziell entschädigen? Wollt ihr, dass das dann durch Einmalzahlungen von dem Bund geschieht oder wie kann ich mir das vorstellen? Und wie soll der Abbau vonstatten gehen? Ist das die Pflicht des Einzelnen, der die Anlage gebaut hat, oder ist das in der Pflicht derjenigen, des Staates im Prinzip? Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, ihr habt das jetzt ab 2023 eingeführt. Was ist denn mit den Verträgen, die die einzelnen Personen mit dem Staat abgeschlossen haben? Bestehen diese weiterhin? Weil das muss ja genehmigt werden, diese Anlagen. Und dann wird auch gewährt, dass die Verträge dann entsprechend eine Laufzeit haben. Und mir ist hier nicht klar, wie ihr das sichern wollt. Und da ich mich frage, ob dieses Problem wirklich besteht, spreche ich mich am Anfang dieser Debatte gegen eure Maßnahme aus. Rom, die ewige Stadt. Dort war ich in den Pfingstferien mit meiner Familie im Urlaub. Eigentlich eine sehr schöne Stadt, wäre da nicht dieser gewisse Störfaktor. An der Fontana di Trevi zum Beispiel, eine riesige Werbeanlage von Netflix. An der Piazza Navona, eine riesige Werbeanlage von Mini. An den Vatikanischen Museen, eine riesige Werbeanlage von Samsung. Gegenüber der Engelsburg eine riesige Werbeanlage von Versace. Wir sehen, man entkommt der Werbung nicht. Sie ist überall. 10.000 bis 13.000 Werbebotschaften empfängt jeder Deutsche und das an einem Tag. Wir müssen uns hier die Frage stellen, wem wollen wir den öffentlichen Raum überlassen? Der Werbung, der Wirtschaft, dem Konsum oder doch lieber uns Menschen, der Kultur oder der Gemeinschaft? Wir schlagen deshalb vor, Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum zu verbieten. Diese Maßnahme hast du, Anna, gerade in deiner Eröffnungsrede angezweifelt. Vor allem, was mit bestehenden Verträgen ist, das war dir noch nicht ganz klar. Wir wollen die bestehenden Verträge zum Jahr 2023 auflösen. Und natürlich, dabei wird es auch zu Vertragsstrafen kommen. Das wird auch Länder etwas kosten. Doch wir sehen hier eben die Dringlichkeit gegeben. Da es so viele Nachteile mit sich bringt, die digitalen Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum zu lassen. Wir können doch nicht die Wirtschaft über Menschenleben stellen im Zweifel oder über die Gesundheit der Menschen, die durch die Lichtverschmutzung stark gefördert wird. Denn die Verkehrssicherheit, die Frederik angesprochen hat, ist nicht das einzige Problem bei digitalen Werbeanlagen. Durch Lichtverschmutzung leiden Menschen, Tiere und Pflanzen, somit das ganze Ökosystem. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass zahlreiche Krankheiten, von Schlafstörungen über Diabetes bis zu Depressionen und Krebs, durch Lichtverschmutzung entstehen können. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum wir diese digitalen Werbeanlagen verbieten wollen, und dafür spreche ich mich auch aus. Die Untersuchungen von Waldecor, du Frederik, hast sie schon angesprochen. 2,8 Sekunden, eine Zahl, die viel bedeutet, wie du gesagt hast. Doch 1,8 Sekunden ist genauso eine Zahl. Das ist die Zeit, die jemand abgelenkt ist, der auf analoge Werbeflächen schaut. Genau diese Zeit bedeuten ebenfalls 25,7 Meter der Unabgelenktheit. Es sind nicht nur die digitalen Werbeflächen. Ich sehe hier also das konkrete Problem und warum es jetzt unbedingt die digitalen Werbetafeln sein sollen, die verboten werden sollen, nicht. Außerdem hast du von der Demontage gesprochen, die bis 2023 stattfinden soll. Allerdings frage ich mich, ist das nicht pure Ressourcenverschwendung? Wir wissen alle, was dahinter steckt. Und was passiert dann mit diesen digitalen Werbeanlagen? Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, diese ins Ausland zu verkaufen. Doch dann löst ihr das Problem der Lichtverschmutzung ebenfalls nicht. Ein anderes Problem wäre diese Werbeanlagen wieder dort aufzustellen, wo es eben nicht zum öffentlichen Verkehrsraum, zum öffentlichen Straßenraum zählt. Doch auch dort würden wir diese Probleme nicht beheben. In Deutschland gibt es 200.000 digitale Werbeanlagen. Diese bis 2023 abzubauen, scheint mir da fast unmöglich. In puncto Verkehrssicherheit kann ich mich Anna nur anschließen. Der ADAC hat in seinem Unfallregister keinen einzigen Fall aufgenommen, der Verdacht steht, auf digitale Werbetafeln zurückzuführen zu sein. Außerdem sprecht ihr die Lichtverschmutzung an. Natürlich ist das ein Problem und auch die Folgen sind verheerend. Doch warum findet diese Lichtverschmutzung denn statt? Wir können doch nicht die digitalen Werbeanlagen hier als schuldig darstellen, wenn wir täglich auf unser Handy schauen, den ganzen Tag vor der Arbeit vor Monitoren sitzen, die genau denselben Effekt haben. Außerdem gibt es effektive Möglichkeiten, diese
blauen Kurzwellen eben zu vermeiden, zum Beispiel durch das Abdimmen der Lichter oder durch sogenannte Blaulichtfolien, die eben genau vor diesem Licht schützen. Deswegen, und weil es einfach viel zu viele Alternativen gibt und mir eure Maßnahme noch nicht konkret genug zu scheinen seid, spreche ich mich klar gegen eure Maßnahme aus. Emilia, ich finde es schön, dass du gerade die Ressourcenverschwendung angesprochen hast. Dazu möchte ich eine Zahl nennen. Ein sogenanntes City Light Board von der Größe etwa 9 Quadratmetern verbraucht in einem Jahr nahezu 50.000 Kilowattstunden. Das entspricht mehr als 30 Ein-Personen-Haushalten. Und gerade in Zeiten wie diesen, in denen es wichtig ist, effizient mit Energie umzugehen, in denen es wichtig ist, Energie zu sparen, halte ich es für unverantwortungsvoll, hier weiterhin diese digitalen Werbeanlagen zuzulassen. Frederik, du hast jetzt angesprochen, dass es wichtig ist, die Energien entsprechend auch zu bezahlen und dass es eine Ressourcenverschwendung gleichkommt, wenn wir das in Bezug auf die digitalen Werbeanlagen beziehen. Aber an dieser Stelle müssen wir das doch noch einmal in Relation setzen. Die Zahl der digitalen Werbeanlagen in Deutschland beträgt ungefähr 130.000. Das ist eine Zahl, die nicht sonderlich groß ist für ein Land wie Deutschland. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir diesen Ansatz des Energiesparens auf ganz andere Aspekte übertragen könnten, die nichts mit digitalen Werbeanlagen zu tun haben, dann finde ich, dass wir dort ansetzen müssten und das Problem der Energieverschwendung oder Ressourcenverschwendung an dieser Stelle nicht lösen können. Du schlägst es vor, in anderen Bereichen Energie zu sparen. Allerdings müssen wir versuchen, in allen Bereichen, in denen wir es können, Energie zu sparen, da das so ein dringendes Problem ist. Und warum fangen wir dann nicht bei einem Thema an, wo es auch noch andere Nachteile neben der Energieverschwendung gibt, wie zum Beispiel die Verkehrssicherheit oder die Lichtverschmutzung? Ich denke, über die Verkehrssicherheit und über die Lichtverschmutzung habe ich schon gesprochen, dass es dort eben Alternativen gibt und die Verkehrssicherheit eben meiner Meinung nach nicht gefährdet ist und auch den Zahlen des ADACs nach nicht gefährdet ist. Ich möchte hier an der Stelle noch mehr Zahlen ins Spiel bringen. Und zwar stößt eine Werbekampagne mit analogen Werbemitteln 6.200 Kilogramm CO2 aus. Eine mit digitalen Werbemitteln 6.600. Ja, das ist mehr, dem stimme ich zu, doch es ist nicht verhältnismäßig so viel mehr, als dass es das rechtfertigen würde. Zudem kommt nämlich, dass digitale Werbeflächen weitaus effizienter sind, wenn es daran geht, Kunden zu erreichen, als analoge Werbetafeln. Du hast nun ja die Zahl von 6.600 Kilogramm CO2 angesprochen. Und hier ist es doch unsere Pflicht, Abhilfe zu schaffen. Hier ist es unsere Pflicht, diesen Energieverbrauch, diese klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und deshalb müssen wir etwas gegen diese digitalen Werbeanlagen tun. Wir reden gerade sehr viel über Ressourcenverschwendung. Und zwar Ressourcenverschwendung in zwei Aspekten. Der erste Aspekt ist die Ressourcenverschwendung, die entsteht, wenn die ganzen Werbeanlagen entsorgt werden müssen. Und der andere Aspekt, den ihr vor allem anführt, ist die Ressourcenverschwendung in Bezug auf das Klima. Ich denke, in diesem Punkt werden wir uns nicht mehr einig. Und genau deswegen möchte ich zu einem weiteren Aspekt überleiten, den ich schon in meiner Eröffnungsrede angesprochen habe. Besteht das Problem, welches ihr ansprecht? Bestehen diese Vielzahl an Problemen wirklich so signifikant in Bezug auf die Werbeanlagen, auf die digitalen Werbeanlagen? Schauen wir uns hier eine weitere Zahl, eine Studie von Statista aus dem Jahr 2022 an. Wir haben ein Rekordtief bei der Anzahl der Unfälle. Die Anzahl der Unfälle im Verkehr nimmt ab. Und an dieser Stelle ist doch die Frage, ist es wirklich so wichtig, einen kleinen Ablenkungsfaktor wie die Anzahl der digitalen Werbeanlagen zu begrenzen? Und an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, nein. Da muss ich dir jetzt widersprechen, denn jeder Unfall ist ein Unfall zu viel. Und jeder Unfall, der durch eine digitale Werbeanlage ausgelöst wird, ist auch ein Unfall zu viel. Und da müssen wir handeln. Wir müssen diese, auch wenn es nur vielleicht ein kleiner Ablenkungsfaktor ist, auch die müssen wir eliminieren. Frederik hat in seiner Öffnungsrede schon von dieser Zahl 13 Verkehrsunfälle in nur einem halben Jahr nur in Hamburg gesprochen. Da sehe ich nicht, dass es nur ein kleines Problem ist. Denn wir können es nicht verantworten, dass wegen Werbung Leute sterben auf unseren Straßen. Wenn ihr das nicht verantworten könnt, warum dann genau die digitalen Werbeanlagen? Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, auch im Klimaaspekt sind analoge Werbeanlagen nicht so viel besser.
Außerdem habt ihr noch keine Alternativen genannt. Nur weil ihr digitale Werbeflächen verbieten wollt, heißt es doch nicht, dass dann keine Werbung mehr stattfindet. Genau diese Betreiber werden doch dann auf andere Medien umsteigen. Und auch die, ich habe es in meiner Eröffnungsrede gesagt, können eben Gefahren bürgen. Du hast jetzt schon mehrfach nachgefragt, warum gerade digitale Werbeanlagen, hast aber gleichzeitig immer wieder auch aufgezeigt, dass diese eben höhere Gefahren als analoge Werbeanlagen bieten, dass diese mehr CO2-Emissionen verursachen. Und genau darin liegt eben die Antwort. Diese sind eben schädlicher als die analogen Anlagen. Deshalb ist es zunächst wichtig, digitale Werbeanlagen aus dem öffentlichen Straßenraum zu verbannen. Wir sind wieder... Ein weiterer Aspekt, den ich an dieser Stelle allerdings einführen würde, ist ein solcher, den Daniel bereits in seiner Eröffnungsrede angesprochen hat. Dabei geht es um die Kommerzialisierung des Stadtgebietes, dabei geht es um auch die Ästhetik des Stadtgebietes. Es zeigen Bürgerinitiativen wie Berlin werbefrei hier, wie Hamburg werbefrei, dass es bei Bürgern auf Unverständnis stößt, wenn Grünflächen durch so etwas verdeckt sind, wenn touristische Attraktionen durch so etwas verdeckt sind. Und auch hier möchten wir durch das Verbot solcher Werbeanlagen Abhilfe schaffen. Frederik, du hast nun den Punkt der Kommerzialisierung in den Städten angesprochen. Und an dieser Stelle muss ich dir ganz klar widersprechen. Denn es gibt beispielsweise die Gewerbeordnung, in der in § 1 Absatz 1 schon festgehalten ist, dass entsprechende Anlagen, wenn sie Grünflächen verdecken oder allgemein als störend empfunden werden, nicht genehmigt werden. Das heißt, hier gibt es schon eine rechtliche Verankerung, was einen weiteren Schritt von eurer Seite eigentlich unnötig machen würde. Nein, das würde es nicht, denn wenn diese Werbeanlagen von niemandem als störend empfunden werden würden, dann gäbe es auch solche Initiativen wie Berlin werbefrei nicht. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, wo eine Werbeanlage über einen sehr langen Zeitraum den Fernsehturm verdeckt und somit auch indirekt dem Berliner Tourismus schadet. Allerdings müssen wir uns bei der Kommerzialisierung auch auf die Wirtschaftlichkeit berufen, denn digitale Werbeanlagen schaden dem Wettbewerb. Es ist nämlich so, dass diese sehr teuer sind. Für eine Werbeanlage für 2 Wochen am New Yorker Times Square zahlt man 2 Millionen Euro. Das können sich kleinere Firmen und Betriebe nie im Leben leisten. Und deshalb tragen digitale Werbeanlagen auch sehr stark zur Monopolisierung bei, da sich eben nur große Firmen diese leisten können. Ich stimme dir zu, ich habe am Times Square noch nie kleine Firmen gesehen, aber ich denke, dafür ist der Times Square auch einfach nicht ausgelegt. Ich bin froh, dass du den Punkt des Geldes ansprichst, denn Berlin, natürlich, viele wollen werbefrei bleiben, aber Berlin möchte auch nicht auf die 40 Millionen verzichten, die es beispielsweise durch Werbeflächen in den Jahren 2019, 20 oder 21 eingenommen hat. Also ich denke, das ist nicht so einfach zu sagen, wie es klingt. Erstens sind diese 40 Millionen auf digitale und analoge Werbeanlagen aufgeteilt. Dabei macht die digitalen Werbeanlagen etwas weniger als die Hälfte auf. Und man muss es ins Verhältnis setzen. Der Berliner Haushalt für das Jahr 2021 entspricht einem Haushaltsvolumen von über 32 Milliarden Euro. Das heißt, hier werden diese fehlenden Einnahmen nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Zudem möchte ich Daniels Punkt bestärken, den er angesprochen hat. Kleinere Firmen haben hier einen Wettbewerbsnachteil, gerade auch bei den digitalen Werbeanlagen, weil es hier eben auch im Vergleich zu den analogen teurer ist, Werbung zu schalten. Wir reden jetzt über den Aspekt der Finanzierung. Sind wirklich diese digitalen Werbeanlagen so viel teurer? Eine Studie der DVM aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass sich gerade die digitale Werbung immer mehr rentiert für kleinere Firmen. Da zum Beispiel die analogen Plakate erst errichtet werden müssen, dann müssen sie plakatiert werden. Und bei digitalen Anlagen ist es ja so, dass oft mehrere Anzeigen hintereinander geschaltet werden können. Und das verspricht doch eine sehr hohe Lukration für gerade diese kleineren Firmen. Und deswegen würde ich sagen, die Digitalisierung ist an dieser Stelle eher eine Chance als ein Problem, wie ihr es benennt. Nun haben aber kleinere Firmen, wie gesagt, nicht so viel Geld, um sich diese teuren Werbeanlagen leisten zu können. Ich würde gerne auf Emilia zurückgehen. Sie hat vorhin gefragt, warum verbietet ihr nur digitale Werbeanlagen? Da werden doch die Firmen auf andere Möglichkeiten umsteigen. Zum Beispiel das Internet nehme ich mal an. Aber wir müssen hier mal vergleichen. Was unterscheidet denn die Online-Werbung im Vergleich zur digitalen Werbung?
Die digitale Werbung drängt sich viel mehr auf als die Online-Werbung. Ich wäre damit zufrieden, wenn es digitale Werbeanlagen gibt, wenn es auch einen Adblocker für die Straße gibt. Doch das geht nicht. Wir werden gezwungen, auf diese zu sehen, da es diesen Effekt ausnutzt, dass alles, was wir in unserem peripheren Sehfeld, was sich da bewegt, da schauen wir automatisch drauf. Ich selber habe das vorhin bei der Busfahrt hierher gemerkt. Wir standen an einer Ampel, plötzlich hat sich was bewegt, ich habe drauf geschaut, es war eine digitale Werbeanlage. Ja, die Online-Werbung spielt da bestimmt auch mit rein, aber ich meinte jetzt in erster Linie die analogen Alternativen, die auch in den Städten aushängen. Auf die hast du auch keinen Einfluss, sondern du gehst dran vorbei und du nimmst sie wahr. Eine Bildumfrage hat aber gezeigt, dass Fußgänger im Durchschnitt nur 35% der Werbungen, die analog aushängen, wahrnehmen und digitale Werbetafeln erreichten da schon einen Prozentsatz von 56%. Ja, das spricht jetzt erstmal für dich, indem du sagst, mehr Leute sehen es, aber eben ist das genau das Ziel von Werbung und das darf es nun mal auch nicht verfehlen, damit es lukrativ und effektiv bleibt. Ich denke, in Bezug, wir haben den Punkt der Kommerzialisierung des öffentlichen Raums ausreichend besprochen. Wir sind der Auffassung, dass dies nicht weiter geschehen sollte, um eben auch die Werbung nicht zum Ärgernis für Bürger zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser Debatte ist aus meiner Sicht die Lichtverschmutzung, die anfangs schon kurz angeklungen ist. Einige Städte in Deutschland sind bis zu 4000 Mal heller als das natürliche Nachtlicht. Da spielen digitale Werbeanlagen mit ihrem Licht der LEDs eine entscheidende Rolle. Die Städte werden nach einer Studie des Geoforschungszentrums aus Deutschland sogar noch heller. Dies beeinträchtigt die Menschen, insbesondere weil es Krankheiten auslösen kann, chronische Schlafstörungen. Es gibt Studien, die Verbindungen zu Depressionen oder auch zu Brustkrebs nahelegen. Und da kann ich es nicht für verantwortungsvoll halten, solche digitalen Werbeanlagen weiterhin aufrechtzuerhalten. Frederik, du hast jetzt zu dem Punkt der Lichtverschmutzung übergeleitet und genau an dieser Stelle möchte ich gerne anknüpfen. Denn geschieht diese Lichtverschmutzung denn nur durch digitale Werbeanlagen? Wenn man doch zum Beispiel abends durch eine Stadt fährt, dann stechen einem nicht nur die digitalen Werbeanlagen ins Auge, sondern auch die analogen, die beleuchtet werden. Und das zeigt, das Problem der Lichtverschmutzung lässt sich nicht dadurch lösen, dass alle digitalen Werbeanlagen verboten werden. Dann müsste ja auch die Beleuchtung von analogen Werbeanlagen ausgeschaltet werden. Ich denke, in dieser Debatte sind wir uns einig geworden, dass es wichtig ist, Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Wir sind uns uneinig darüber, inwiefern digitale Werbeanlagen hier eine entscheidende Rolle spielen. Von uns wurde insbesondere die Zahl von 2,38 Sekunden angeführt, die Autofahrer durchschnittlich eine digitale Werbeanlage im öffentlichen Straßenraum fixieren. Und die 33 Meter, die dadurch eventuell ohne Blick auf die Straße zurückgelegt werden. Zudem haben wir von den mehr als 10 Unfällen allein in Hamburg gesprochen, die auf solche Werbeanlagen zurückzuführen sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Lichtverschmutzung, die wir hier zum Ende hin thematisiert haben und die verschiedenen Krankheiten, die dies auslösen kann. Und diese beiden Aspekte spielen für mich die entscheidende Rolle, weil sie eben eine so hohe Beeinträchtigung für den Menschen mit sich bringen, dass ich mich dafür ausspreche, digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum zu verbieten. Sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden? Das war die Frage unserer heutigen Debatte. Aber ich denke, wir können diese Frage auch umformulieren. Besteht das Problem der eingeschränkten Verkehrssicherheit wirklich? Das Problem der Umwelt? Das Problem der Lichtverschmutzung, was wir jetzt am Ende anklingen lassen haben? Ihr von der Pro-Seite habt gesagt, ja, Energieverschwendung wird gerade durch digitale Werbeanlagen betrieben. Ihr habt auch gesagt, dass die Verkehrssicherheit extrem oder auf jeden Fall in einem gewissen Maße durch digitale Werbeanlagen beeinträchtigt wird. Wir von der Kontraseite haben allerdings dagegen gehalten, nein, dem ist nicht so. Der für mich entscheidende Punkt an dieser Stelle ist vor allem, dass das Problem der Verkehrssicherheit aus meiner Sicht nicht weiterhin besteht. Es ist falsch, dass digitale Werbeanlagen eingeschränkt werden und analoge zum Beispiel nicht. Die Verkehrssicherheit wird ja dennoch gefährdet. Und genau deswegen spreche ich mich auch am Ende dieser Debatte noch gegen eure Maßnahme aus. Besteht das Problem überhaupt? Das war eine eurer zentralen Fragen. Wir sagen ja, und zwar nicht nur das Problem, sondern gleich mehrere Probleme.
Energieverschwendung, Lichtverschmutzung und die Verkehrssicherheit, das waren drei von unseren wichtigen Punkten. Ein weiterer war allerdings die Kommerzialisierung oder auch die Privatisierung des öffentlichen Raums. Des öffentlichen Raums wohlgemerkt, er sollte also der Öffentlichkeit gehören und nicht großen Firmen, die uns ablenken, unsere Aufmerksamkeit an sich saugen, gierig und nur damit wir mehr kaufen. Ich denke auch, dass wir dieses Ziel immer mehr Konsum als Staat überhaupt nicht so zwingend unterstützen sollten. Ihr habt das Problem zwar mehrfach angezweifelt, ich denke, wir konnten allerdings gut beweisen, dass dieses Problem existiert. Und deshalb spreche ich mich für das Verbot von digitalen Werbeanlagen in öffentlichen Straßenraum aus. Ja, es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, es ging vor allem um die Verkehrssicherheit und um die Umwelteinflüsse, ausgelöst durch digitale Werbeanlagen. Doch die Verkehrssicherheit haben wir gleich zu Anfang durch die Zahlen des ADACs weitestgehend ausgeschlossen, zumindest nicht durch digitale Werbeanlagen, so wie wir sie aus dem Straßenverkehr kennen. Das heißt, die Ziele wurden doch dadurch schon erreicht. Auch die Umwelteinflüsse, also die blauen Lichtwellen, die ihr mehrfach angesprochen habt, habe ich auch zu Beginn dieser Debatte schon genannt. Denn es gibt Alternativen, um diese blauen Lichtwellen zu reduzieren. Und es gibt eben auch genügend andere Quellen. Und auch dort stehen digitale Werbeanlagen nicht im Vordergrund. Ich finde es gut, dass ihr den Verkehrs- und Gesundheitsschutz ansprecht, denn der ist wichtig und der sollte auf jeden Fall gewahrt werden. Doch steht dabei wirklich im Vordergrund, dass es um digitale Werbeanlagen geht? Denn das war heute das Streitthema. Und es hat mir einfach gefehlt, dass der klare Bezug wirklich auf digital lag, denn ich sehe nach wie vor nicht den Unterschied, warum digital verboten werden sollte und analog weiterhin auf dem Markt bleiben sollte. Und deswegen spreche ich mich gegen eure Maßnahme aus. Gemacht. Du hast auch super debattiert. Vielen Dank. Umarmen und uns umarmen. Ja. Komm, wir umarmen uns. Vielen Dank für eure Debatte. Vielen Dank für eure Debatte. Der Saisonabschluss der Altersgruppe 1, das war euer Bundesfinale. Ihr habt es geschafft. Frederik, Daniel, Anna und Emilia. Danke an euch. Der Applaus eben war schon lang. Ihr kriegt noch einen. Nehmt die Schilder mit. Wir sehen euch später wieder. Kurz durchschnaufen. Die Altersgruppe 1. Die Jury, die ist schon losgelaufen und nimmt ihre Arbeit auf. Die vier, die haben die Position zugeteilt bekommen vor der Debatte. Das machen wir jetzt nicht mit dem Publikum. Das Publikum hat Karten zugeteilt bekommen, immer zwei, und darf ganz frei entscheiden, wie man selbst diese Frage beantworten würde. Sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden? Wir machen mal den Test. Wer sagt grün? Pro. Ja, das sind ein paar Karten für den Livestream. Wir machen die Gegenprobe. Wer sagt Contra? Rote Karte. Also für diejenigen, die uns im Livestream zuschauen, die grünen Karten hatten doch ein leichtes Übergewicht. Vielen Dank an das Publikum, in dem ich gerne auch noch einen Vertreter begrüßen möchte von der Heinz-Nixdorf-Stiftung, Herr Dr. Stefan Beune. Schön, dass Sie auch bei uns sind. Und sie haben wir zu Beginn schon einmal gehört. Sie ist Singer-Songwriterin aus Berlin mit ihrer Band heute hier. Der nächste Song, der heißt Blackjack. Thelma Malar. Anstecken.
nächste Song, den wir spielen, heißt Blackjack. Das ist mein Kumpel Jona und mein Kumpel Max. Und der klingt so. We call it separate ways. It can be your best move. The card with the ace. Blessing by doomed. We call it separate ways. I hope I was your best move. The card with the ace. It always felt like me and you. I hope you are not. It's my bad. Am I joker? Am I pain? Am I the best card? Am I okay to have? Am I joker? Am I pain? Am I the best card? Am I okay to have? When I'm the ace on your hand. When I'm the ace. When I'm the ace on your hand. When I'm the ace. Hope you are not mad now that I broke both the hearts and brains. Oh, what a shame on me. I hope you are not sad now that I left with everything I had. I guess it's my bad. Am I joker? Am I pain? Am I the best card? Am I okay to have? Am I joker? Am I pain? Am I the best card? Am I okay to have? When I'm the ace on your hand. When I'm the ace. When I'm the ace on your hand. When I'm the ace. It's blackjack. Blackjack. There's no chess, more than 100 cards, but it's not enough. It's a luck game. There's no chess, and I always thought we would make it to 21. Blackjack. There's no chess, more than 100 cards, but it's not enough. It's a luck game. There's no chess. Call it separate ways. I hope I was your best move. The card with the ace, it always felt like me and you. Vielen Dank. Tellen wir mal ab. Blackjack. Und das passt so ein bisschen jetzt zu meiner Überleitung mit den 21 Jahre Jugend debattiert. Das ist ein langer Weg gewesen. Und es ist auch ein langer Weg gewesen für diejenigen, die es bis nach Berlin geschafft haben in diesem Jahr. Der Wettbewerb hat aber viel früher angefangen. 200.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr wieder teilgenommen. Über den Wettbewerb in diesem Jahr möchte ich sprechen mit denjenigen, die das möglich machen, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Partner und Förderer von Jugend debattiert. Und ich bitte zu mir auf die Bühne, hier sind 4 Mikros, ich stelle mich mal in die Mitte. Carola Veit, Tobias Funk, Jens Brandenburg und Elisabeth Nia. Frau Bürgerschaftspräsidentin, ich möchte bei Ihnen beginnen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind in Hamburg Bürgerschaftspräsidentin. Sie sind als Vertreterin der Landtagspräsidentenkonferenz für Jugend debattiert hier
Das heißt, jetzt geht es um alle Länderparlamente. Warum engagieren die sich für Jugenddebattiert? Naja, das Format ist einzigartig und ist ganz wunderbar, weil es eben wirklich für unsere Demokratie am Ende auch steht. Also Demokratie heißt ja nicht nur nach mehr oder weniger knappen Wahlen am Ende mit Mehrheiten ein paar Dinge zu entscheiden und Gesetze zu machen, sondern möglichst für viele, für alle Dinge, die gut ausgehandelt sind, zu gestalten. Und dazu gehört ganz viel Diskussion, dazu gehört Debatte, dazu gehört, dass man nicht immer recht hat, dazu gehört, dass man zuhören muss, dass man bessere Argumente finden muss. So, all dieses. Und genau das ist das, was Jugend debattiert, im allerbesten Sinne, meistens sogar mit Spaß, hoffe ich jedenfalls, anbietet, aber eben auch fordert. Und es ist einfach ein wunderbares Format. Deswegen sind wir natürlich total begeistert, dass es nach so vielen Jahren immer noch da ist und so viele, ja, 10, 100.000 jedes Jahr dabei sind. Herr Dr. Funk, ja, das ist ein Applaus wert. Herr Dr. Funk, es sind nicht nur die Landesparlamente. Der Wettbewerb in den Ländern, der wird vollständig durchgeführt von den Kultusministerien. Sie sind der Leiter der Schulabteilung der Kultusministerkonferenz. Sie können uns dazu was sagen. Warum sind die dabei, die Kultusministerien, bei Jugend debattiert? Warum machen die das in der Weise auf Landesebene? Also die Förderung von Wettbewerben hat in der Kultusministerkonferenz eine lange Tradition. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Und es wird auch nicht jeder Wettbewerb von der Kultusministerkonferenz und den Ministerien gefördert, sondern müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, also seriöse Träger, die seriöse Unterstützer, eine große Kontinuität, möglichst bundesweite Reichweite und ein Zusammenhang zur Schule. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an den Wettbewerben. Die knüpfen im Grunde an der Schule an, aber sie gehen darüber hinaus. Also sie ermöglichen Weiterlernen, Vertiefen. Also traditionell bei den Wettbewerben, die sind ja historisch die bekanntesten, Mathematik, Fremdsprachen, Naturwissenschaften. Und in dieses Ensemble hat sich, glaube ich, Jugend debattiert dann so vor ungefähr gut 20 Jahren richtig gut eingefügt und knüpft eben auch an das schulische Lernen im Bereich Demokratieerziehung, Deutsch, wie auch immer, gut an. Und es geht nie ohne die Begleitung, natürlich das Engagement der Teilnehmenden, also ein Interesse, sowas zu machen, der Lehrer, Lehrerinnen, die sich da einer Mischung aus Beruf und Engagement über das Ehrenamt, über ihren Job hinaus. Und was mir manchmal ein bisschen zu sehr vergessen wird, bei den Chemiewettbewerben ist das besonders wichtig, der Eltern, da können auch schon mal Küchen drauf gehen, aber es ist bei Jugend debattiert jetzt hier nicht so stark. Es sind nicht nur die 16 Ministerien in den Ländern, der Bund, der ist jetzt ja auch eingestiegen vor einigen Jahren, und Dr. Jens Brandenburg, Sie sind bei uns aus dem Bundesbildungsministerium, der parlamentarische Staatssekretär. Warum ist das BMBF eingestiegen, warum fördert das BMBF jetzt auch Jugend debattiert? Also ich glaube, die Argumente liegen auf der Hand. Wir haben ja gesehen, Jugend debattiert ist ein extrem starker Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Wir haben auch heute und Sie sicher auch in den letzten Tagen und Wochen, Monaten immer wieder gemerkt, wie viel Spaß es machen kann, wirklich um das beste Argument zu ringen und dass es nicht Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt, sondern oftmals gute Argumente auf beiden Seiten. Jugend debattiert wirkt in die Fläche, ist gleichzeitig ein Instrument, um wirklich besondere Talente besonders zu stärken. Und neben fachlichen Fragen sind halt all die Zukunftskompetenzen, Kreativität, Empathie, weil man vorher nicht weiß, welche Seite man vertritt, sich also auf beides zumindest mal vorbereiten muss, Problemlösungskompetenz und viele Kompetenzen mehr wirklich vermittelt. Also ja, ich glaube, es spricht so viel dafür, auch wenn ich jetzt hier stehe, ich bin ganz froh, dass ich nicht die Kontraseite vertreten muss bei der Frage. Wir kommen da gleich nochmal drauf, auf Sie und den Wettbewerb. Der Wettbewerb, der ist ja nicht nur unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, sondern er ist auf Initiative des Bundespräsidenten hin entstanden. Die Hertha-Stiftung, die hat diese Initiative aufgegriffen. Frau Nia, Sie sind die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertha-Stiftung in dem Bereich Demokratie stärken, also dem Bereich, der dort für Jugend debattiert zuständig ist. Aus Sicht der Stiftung, was ist an Jugend debattiert das Besondere? Warum sind Sie von Anfang an immer noch und hoffentlich für immer dabei? Ja, das haben eigentlich meine drei Vorredner eben schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Diese Demokratiekompetenzen, die einfach wichtig sind. Wir sagen, Demokratie kann man üben, man muss es auch üben. Und ja, das Zuhören, wir sagen, Jugend debattiert ist so eine Art Pluralismus-Camp. Also man trainiert wirklich die Perspektive des anderen einzunehmen.
Ich habe zuletzt dran gedacht, als die Bundeskanzlerin sich verabschiedet hat, Angela Merkel, und gesagt hat, ja, was ihr immer besonders wichtig gewesen wäre, dass man nicht vergisst, oder was sie auch so als ihre Hinterlassenschaft so mit auf den Weg geben will, dass sie sagt, man muss nie aufhören, irgendwie die Perspektive des anderen einzunehmen, in jeder Debatte auch die andere Perspektive einzunehmen. Das war für mich so ein Moment, wo ich auch irgendwie einfach stolz war und dachte, genau, das machen wir, das macht Jugend debattiert seit 20 Jahren. Und ja, ich würde einfach gern die Gelegenheit auch nochmal nutzen, weil seit ich Geschäftsführerin bin, war Jugend debattiert im Ausnahmemodus. Die letzten, man würde ja denken, so ein langjähriger Wettbewerb hat unheimlich viel Routine und Erfahrung, hat er auch, tolles Team, das das mitbringt, aber es war auch wirklich eine anstrengende Zeit und es hätte nicht so gut funktioniert, wenn es nicht so eine wahnsinnig engagierte, treue Community gäbe. Die ganzen Lehrer, die in den Schulen, die Vertreter in den Kultusministerien, im BMBF, die irgendwie uns die Stange gehalten haben in der Zeit, obwohl sie, weiß Gott, genug andere Sorgen hatten. Also einfach bei der Gelegenheit nochmal vielen herzlichen Dank an allen, die uns geholfen haben, Jugend debattiert auch in den letzten 2,5 Jahren möglich zu machen. Vielen Dank, und da bin ich wieder so ein bisschen bei Ihnen, Frau Veit. Vor 2 Jahren war das, erinnere ich mich noch gut, da haben Sie im Sommer gesagt, nee, also dass das nicht stattfindet, das darf auf keinen Fall passieren, und haben den Saisonabschluss damals von Jugend debattiert zu sich ins Parlament geholt. Letztes Jahr haben wir uns in Berlin gesehen zu dem Bundesfinale, als auch der Bundespräsident da. Da war dieses Jahr, sind Sie wieder hier. Das ist also irgendwie was Besonderes mit Jugend debattiert. Im Parlament haben Sie ja auch Debatten, und als Parlamentspräsidentin, da hören Sie gut zu, da sind Sie ganz geübt drin, beobachten das kritisch. Heute haben Sie das auch gemacht. Wenn Sie die Debatten hier bei Jugend debattiert so verfolgen, haben Sie da so einen besonderen Trick irgendwie, wie man besonders aufmerksam sein kann, um da dabei zu bleiben, um wirklich gut zuzuhören? Ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen. Und ich meine, das gilt ja hier für die Themen auch. In Wirklichkeit werden ja manchmal Themen diskutiert. Ich glaube, da denkt ihr auch so, warum muss ich jetzt darüber eigentlich mir Gedanken machen? Aber genau so ist es eben. Und in Wahrheit ist das wie zu Hause. Da muss man auch mal über Sachen reden, wo man eigentlich jetzt mal gerade direkt gar keinen Bock drauf hat. Aber die müssen jetzt halt mal besprochen und ausgehandelt werden. So. Und das ist ja auch wieder Demokratie im besten Sinne. Und ja, genau, wir haben nicht angehalten, wir haben auf digital umgestellt, wie andere auch, und wir haben ja sogar weiterentwickelt auch. Also es ist ja nicht nur Elitentraining hier, das ist ja auch für Sprachlernklassen, ne, für Integrationsklassen inzwischen Jugend debattiert, auch schon wirklich ein eingeführtes Format. Das finde ich total toll. Also da geht richtig was voran, und deswegen will ich mich dem Dank einfach auch nochmal anschließen, insbesondere an die Stiftungen. Also, dass das Bundesministerium dabei ist, ist auch super, aber dass die Stiftungen über so viele Jahrzehnte das so intensiv fördern, das ist wirklich großartig. Also ganz, ganz herzlichen Dank, denn ohne das ginge es nicht. Wir nehmen den Applaus nochmal mit. Das muss man übrigens dann auch noch dazu sagen, in den Länderparlamenten finden ja auch noch die Spitzenkandidatenveranstaltungen von Jugend debattiert statt. Auch da gab es die Veranstaltung in Hamburg vor 2019, war die Veranstaltung, richtig? Ja, 20, ja. Aber letztes Jahr 20, hatten wir auch welche in anderen Landtagen, also, das ist schon auch super. Letztes Jahr im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, das ist auch etwas, was Besonderes ist, dass Politikerinnen und Politiker dann mit den Landessiegerinnen und Landessiegern von Jugend debattiert in Kontakt treten. Auch das etwas, was von den Parlamenten ausgeht. Ich möchte noch mal zu Ihnen kommen, Herr Dr. Brandenburg. Sie haben auch eine besondere Beziehung, wir haben alle eine besondere Beziehung zu Jugend debattiert, aber bei Ihnen wurde das so ein bisschen im Vorfeld auch angekündigt, dass wird einer am Ende noch dabei sein. Damit hat man vielleicht nicht gerechnet. Wie ist Ihre Geschichte mit Jugend debattiert losgegangen? Ja, in der Tat. Ich habe ja selbst als Schüler daran teilgenommen. Also ich habe es eben gemerkt, als ich da saß, da kamen wieder alle Emotionen. Ich bin genauso aufgeregt. Also I feel you. War wirklich eine starke Zeit damals. War eigentlich recht Zufall, wie ich reingekommen bin. Meine Englischlehrerin kam auf einmal in den Geschichtsunterricht rein, meinte, oh, neues Projekt, wer will mitmachen? Ich hatte Lust. Irgendwie war es genau in den Abi-Vorbereitungen, aber bin dann so reingerutscht und irgendwie Schulentscheid, gab dann Regionalentscheid, Landesentscheid, auch bis hier ins Bundesfinale. Letzte Viererrunde habe ich nicht geschafft, also da seid ihr weiter, aber es war eine wirklich spannende Zeit, auch mit diesem Seminar. Ich weiß nicht, ob es immer noch auf dieser alten Burg bei Würzburg und so, also wirklich, wirklich tolle Zeit.
Ich war damals Bundesfinale zum ersten Mal in Berlin, habe Frau Maischberger, jetzt ist sie gerade in der Jury, auch zum ersten Mal live gesehen. Meine Eltern waren genauso aufgeregt und stolz wahrscheinlich wie eure jetzt mit dabei. Also wahnsinnig tolle Zeit. Und ich muss sagen, Jugend debattiert hat mein Leben verändert. Also ich wäre in der Politik niemals gelandet, wenn es diesen Wettbewerb nicht gäbe. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, wie sehr sie wirklich das Leben verändern können. Ich wollte eigentlich Eventmanagement machen damals, nach dem Abi schon alles eingetütet, Hochschulbewerbung, alles raus gewesen. Habe mich dann völlig umentschieden, Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre, bin politisch aktiv geworden. Jetzt seit 2017 im Deutschen Bundestag, seit Dezember jetzt auch im Ministerium als parlamentarischer Staatssekretär, bei vielen tollen Themen, BAföG-Reform und viel jetzt aktiv bewegen. Ich wäre nicht hier ohne Jugend debattiert. Und das wäre wirklich mein Appell, gerade an die vielen, die hier teilnehmen. Wir brauchen euch, auch in der Politik. Also macht bitte hier bei diesem Wettbewerb nicht Schluss. Schaut euch die demokratischen Jugendorganisationen, Parteien, NGOs, was auch immer an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, den einen oder anderen von euch im Deutschen Bundestag oder wo auch immer in der Politik mal wiederzusehen. Und Entschuldigung, eins ist mir noch wichtig, das ist, wenn die Aufregung so durch. Also ein riesengroßes Dankeschön an Ansgar Kemmern, sein Team, aber vor allen Dingen auch den vielen Lehrkräften vor Ort. Das wird manchmal so ein bisschen übersehen, also was Sie leisten, ist wirklich enorm. Sie bewegen wirklich viel, also großes Dankeschön. Auf die Lehrkräfte müssen wir gleich nochmal kommen. Ich will nur einmal hier noch bleiben. Als ehemaliger Landessieger von Jugend debattiert ist es so, es gibt einen Alumni-Verein von Jugend debattiert. Da vorne sitzt die Vorsitzende Katharina Bargans. Da ist es so, also ehemalige Landessiegerinnen und Landessieger, die sich weiter für Jugend debattiert engagieren, und das ist jetzt ja quasi so, also die können da Mitglied werden. Vielleicht kommt da im Anschluss an die Veranstaltung nochmal der Kontakt zustande. Dass Sie auch dabei bleiben. Wir kommen gleich nochmal zu den Alumni. Ich möchte aber vorher den Schwenk noch über die Lehrkräfte noch einmal. Darf ich zu dem Thema Politik einen Satz sagen? Bitte. Wir lassen uns in der Stiftung ja auch immer wieder Neues einfallen. Und gerade für diejenigen, die von Jugend debattiert kommen, jetzt vielleicht zuhören, haben wir auch ein Angebot für diejenigen, die sich für den Weg in die Politik interessieren. Das ist ein Projekt, das ist neu, das heißt Beruf /Politik. Und startet unter anderem mit einem großen Kongress in Frankfurt am übernächsten Wochenende, am 1. und 2. Juli. Also wer Zeit hat, gerade die Alumni von Jugend debattiert, sind besonders herzlich eingeladen, sich da mal umzuschauen. Da gibt es sowohl Einblicke in das Politikerdasein, aber auch ganz praktische Tipps, wie es funktioniert. Ich nehme die Schleife gleich wieder auf. Ich möchte nur Herrn Dr. Funk noch mal mit in die Runde reinholen und dass wir noch einmal an die Lehrkräfte denken. Denn das ist manchmal ja so, wir haben immer diese Zahl, rund 200.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist auch beachtlich, aber da steckt ja was dahinter. Und ich finde, das ist auch wichtig, wenn wir uns die letzten Jahre angucken. Denn das ist ja nicht nur so, dass weiter gesagt wurde, wir müssen weiter Jugenddebattiert-Veranstaltungen machen und es besondere Ideen gab, besonders viel Kreativität, sondern es gab auch ein paar in der Schule, das war, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll, Herr Dr. Funk, die Lehrerinnen und Lehrer, was ist in den letzten Jahren, wie haben Sie das wahrgenommen, wie haben Sie das geschafft, dass wieder es ist nicht nachgelassen hat, dass trotz online wir heute hier sind und auch in den letzten Jahren debattiert haben? Das würde ich Sie gerne fragen. Ja, das muss man natürlich, ich bin zwar auch mal Lehrer gewesen, aber das muss man natürlich die Lehrerinnen und Lehrer fragen. Nee, das muss man in der Tat mit hohem Respekt sehen. Jetzt in den letzten 2-3 Jahren haben sie es besonders schwer gehabt, aber ich glaube, manchmal kommt ein bisschen aus dem Blick, was die Lehrkräfte auch noch an Kompetenzen dazu erworben haben, nicht nur im digitalen, sondern auch so im medizinnahen Bereich als Corona-Mittester. Und was nicht in anderen Bereichen. Also ohne diese Verknüpfung aus dem Unterricht raus, persönliches Engagement über den Unterricht dann hinaus, geht es gar nicht. Also ich bin auch mal Deutschlehrer gewesen, habe immer gedacht, naja, der Kern von Jugend, der debattiert, ist die textfreie Erörterung. Die habe ich auch als Deutschlehrer sehr streng geübt, immer. Aber da gab es noch keinen Wettbewerb, ich konnte da noch keinen hinschicken. Und insofern finde ich das sozusagen dann das Ausrollen und das Ausprobieren und dann auch im
im Diskurs mit so einem Partner oder Debattengegner wichtig für die Entwicklung des Menschenbilds. Und dass die Lehrerinnen und Lehrer, auch nochmal die Eltern, da unterstützend sind, da kann man nur dankbar sein. Das gilt für alle Wettbewerbe, aber hier natürlich insbesondere auch. Wir geben den Dank nochmal weiter. Unbedingt. Das finde ich ganz wichtig. Und ich will aber die angekündigte Schleife noch machen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber auch noch einmal sprechen. Frau Niel, die Hertie-Stiftung hat ja von Anfang an bei Jugend debattiert auch nicht nur gesagt, wir machen den Wettbewerb, da nehmen junge Leute dran teil, sondern auch sich entschieden zu sagen, die bleiben auch dabei. Wir unterstützen das, dass die einen Alumni-Verein machen können, dass die sich weiter treffen können und austauschen können. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das betrifft auch die Alumni der internationalen Wettbewerbe. Jetzt in diesem Jahr sind wir in einer plötzlich ganz anderen Situationen aufgewacht am 24. Februar und die Hertie-Stiftung, wir werden da heute auch noch drüber sprechen, es ist eine ehemalige Landessiegerin aus der Ukraine bei uns, die später noch, wir werden die Gelegenheit haben, dann ein bisschen zu schauen, wie das in diesem Jahr in der Ukraine war, aber die Hertie-Stiftung hat auch das nochmal speziell aufgegriffen. Das wäre vielleicht noch was, was Sie nochmal erzählen könnten, diese Initiative jetzt der Hertie-Stiftung auch in diese Richtung nochmal, was ist da passiert? Ja, also es ist beeindruckend, dass die Schüler in der Ukraine, die an den Partnerschulen sind, trotz des ganzen Kriegsgeschehens, auch in ganz unterschiedlichen Teilen des Landes, trotzdem am Wettbewerb teilgenommen haben in den letzten Wochen. Teilweise in einer Situation von Luftangriffen, wo sie dann während des Wettbewerbs den Raum verlassen mussten, um dann hinterher wiederzukommen. Einige sind auch auf der Flucht, zu denen vor allem Ansgar Kemmern und der Alumni-Verein Kontakt haben. Und die Hertie-Stiftung hat ein Stipendienprogramm aufgelegt für diejenigen, die nach Deutschland kommen und hier das Studienkolleg besuchen wollen. Ja, und das ist ein kleines Hilfsangebot. Und ich glaube aber auch so ein Moment, wo man vielleicht auch das Engagement der ukrainischen Schüler, die einfach an diesen widrigen Bedingungen an dem Wettbewerb teilnehmen, einerseits so als Zeichen für den wahnsinnigen Kampfgeist und Überlebenswillen der Ukrainer sehen muss, aber vielleicht auch als so eine kleine Erinnerung daran, was auf dem Spiel steht und wie wichtig uns allen die Demokratie sein sollte. Wir werden da später nochmal drauf zurückkommen. Denn das ist eine besondere Situation. Wir haben im Alumni-Verein viele Landessiegerinnen und Landessieger aus der Ukraine. Einen davon erzählt später noch ein bisschen, wie es dort in diesem Jahr auch im Wettbewerb aussah. Vielen Dank, ich bedanke mich dafür. Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung, dass Sie möglich machen, dass Jugend debattiert so stattfindet. Wir haben uns 3 Jahre nicht so richtig in Präsenz gesehen. Dieses Jahr ist es wieder so. Das ist schön, das merkt man Ihnen allen an. Vielen Dank, dass Sie das hier möglich machen. So, und die Jury, die ist bereit. Herr Kemmern betritt schon die Bühne. Ich räume mal so ein bisschen das Feld und wir warten, bis die Jury hier oben ist. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen auch noch junge Menschen, die dieses Feedback in Empfang nehmen. Und ihr kommt einfach mal wieder zurück auf eure Plätze. Die machen wir voll. Genau, die Namensschilder dazu. Ich wusste so schnell nicht, wie ich helfen könnte in diesem Fall. Und Ansgar Kemmern startet mit einem Gesamtfeedback zu der Debatte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf hier als Erster sprechen, um eine Gesamteinschätzung der Debatte vorzunehmen. Danach folgen meine Kolleginnen und Kollegen in der Jury mit Einzelwürdigungen der 4, die wir gerade gesehen haben. Und zum Schluss gebe ich unser Votum, das Gesamtergebnis, bekannt. Wann ist eine Debatte gut? Wenn sie Licht in die Sache bringt und wir urteilsfähig, urteilskräftig werden. Oder wenn wir uns überhaupt für ein Thema zu interessieren beginnen, weil wir einer Debatte beiwohnen. Dazu ist wichtig zu klären, was die Frage fragt, warum sie jetzt sich stellt, warum sie wichtig ist. Was dafür und was dagegen spricht. All das haben wir von euch geboten bekommen. Und dafür sagen wir ganz herzlich Danke.
Wer jetzt nicht gerade in Hamburg oder in Berlin wohnt und über diese Initiativen Berlin werbefrei, Hamburg werbefrei mit dem Thema schon in Berührung gekommen ist, hat sich vielleicht noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, was da alles drin steckt. Das habt ihr uns geliefert und dabei so viele Aspekte gefunden, dass man jetzt richtig nachdenklich wird. Das fanden wir großartig und das möchten wir als euer Verdienst hier besonders herausstellen. Wir haben bedauert, euch nicht weiter zuhören zu können. Vielleicht hätte es ja auch noch in eurer Erörterung weitere Aspekte gegeben, zum Beispiel, dass diese Werbeanlagen auch für die politische Kommunikation genutzt werden. Immer mehr Botschaften von Behörden laufen auch über diese Werbetafeln. Nochmal einen Aspekt. Und unser Vorschlag für euch ist, macht das weiter so, dass ihr souverän Schwerpunkte setzt, aber achtet darauf, dass ihr in der Bearbeitung der einzelnen Aspekte eine gewisse Ordnung behaltet, damit ihr alles gut der Reihe nach behandelt und Rückgriffe dann nicht so notwendig werden. Aber so wie ihr es hier gemacht habt, hat uns das schon sehr überzeugt. Und in diesem Sinne nochmal Dankeschön und unser Glückwunsch. Ich mache den Auftrag und spreche zu dir, Frederik. Ansgar Kemmann hat es gesagt, dass man als Zuhörer oft noch gar nicht weiß, was in dem Thema steckt. Und damit man das erfährt, dazu macht Pro 1 dann einen Aufschlag und da kommt der Eröffnungsrede dann eine besondere Rolle zu. Wir haben eine gute Eröffnungsrede gehört von dir, gut im Sinne von, du schilderst ein Hauptproblem, du schilderst oder nennst sogar noch zwei andere Probleme, die hier mit angesprochen sind und schlägst eine angemessene Maßnahme vor. Das zeigt Sachkenntnis und durch dein Ausdrucksvermögen schaffst du es auch, dass wir die Maßnahme verstehen. Das also als Bestärkung, das hat uns gut gefallen. Unsere Empfehlung ist es, dass du stärker mit dem Verlauf der Debatte gehst, also deine Beiträge stärker aus dem Gespräch schöpfst. Das klingt jetzt nach Gesprächsfähigkeit, das meine ich auch, aber es wirkt sich auch auf die Überzeugungskraft aus. Zum Beispiel bist du sehr spät in der freien Aussprache nochmal auf die Lichtverschmutzung eingegangen, obwohl das schon Thema war und das war so ein bisschen überraschend. Und auch die Schlussrede, die war sehr eng an der Eröffnungsrede. Also da haben wir nochmal die Zahlen gehört zur Zeit und zu den zurückgelegten Metern und den 10 Unfällen, obwohl das schon relativ früh und klar von der Kontraseite widerlegt war. Das war für uns ein bisschen überraschend, das am Ende dann nochmal zu hören. Deshalb spreche ich da von Überzeugungskraft. Das als Tipp. Vielen Dank für deinen Beitrag zu dieser Debatte, Frederik. Hi. Funktioniert? Natürlich nicht. Doch. Ah, doch, wunderbar. Super. Also es ist erstmal großartig, dass man hier ohne Lampenfieber stehen kann und so eine sachliche Debatte führt. Das ist wirklich Respekt. Vor alle natürlich. Aber ich bin hier, um Anna zu, also nicht zu bewerten, aber ein paar Tipps zu geben. Ich bin beeindruckt. Also die Ausdrucksfähigkeit, die Präsenz in der Debatte, meisterhaft in der Widerlegung von Argumenten, die dazugekommen sind, Sachkenntnisse sehr, sehr hoch zu verbessern. Da gibt es immer, muss man auch sagen. Etwas Persönliches werden, auch etwas Persönliches mitbringen, der in der Debatte auch immer in Erinnerung bleibt. Und bitte, wenn die Debatte auch sich entwickelt, also wenn Argumente dazukommen, die zeigen, dass zum Beispiel das Problem doch da ist, dass man sie mitnimmt. Und das hast du am Ende nicht gemacht. In deiner Schlussrede war ein bisschen viel Wiederholung und auch immer noch bestehen, dass das Problem nicht existiert, obwohl natürlich die Debatte etwas weiter war. Aber insgesamt Respekt. Vielen Dank. Erstmal
Ein großes Lob an alle vier, wenn ich das sagen darf, dass man überhaupt auf die Argumente der anderen eingeht, hört man ja nicht in meinem Beruf alle Tage. Also das habt ihr toll gemacht. Vielen Dank. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin aber jetzt hier für die Rückmeldung zu Daniel. Daniel, uns hat sehr gut gefallen, wie du gleich am Anfang mit auch persönlichen Anschauungen reingegangen bist. Wir sind mit dir durch Rom gereist, wir waren in Paris und am Ende waren wir am Times Square und am Ende waren wir noch in Berlin. Das hat die Sache sehr locker und nahbar gemacht. Du hast eine sehr hohe Sachkenntnis gezeigt, die Argumente auch gewichtet. Also es war uns ganz klar, was dir wichtiger ist und was weniger wichtig ist. Du hast knapp geredet, pointiert. Bist immer auf den Punkt gut gekommen und du hast uns jedes Mal wieder neu überrascht mit neuen Argumenten und neuen Sichtweisen. Insgesamt also waren wir sehr angetan. Der einzige Tipp, wenn überhaupt einer von uns hier noch gemacht werden sollte, es war gar nicht so leicht, etwas zu finden, was du besser machen kannst, aber frei nach Helmut Schmidt, ein bisschen mehr Leidenschaft in der Debatte wäre gut. Herzlichen Glückwunsch, das war toll. Ja, Emilia, ich darf dir eine Rückmeldung geben. Du warst in dieser Debatte die zweite Kontrarednerin. Und uns hat sehr gut gefallen, wie du immer wieder darauf aufmerksam gemacht hast, warum denn die Pro-Seite digitale Werbeanzeigen verbieten will und wo denn da der Unterschied zu den analogen Werbeanlagen liegt. Du bist da immer wieder darauf eingegangen, hast rückgefragt, das fanden wir sehr, sehr gut. Wir fanden auch gut, wie du im Verlauf der Debatte viele verschiedene Aspekte, die die Sprachfrage beinhaltet, beleuchtet hast und viele Argumente genannt hast. Das hat gezeigt, dass du eine sehr hohe Sachkenntnis besitzt. Hier knüpft auch unser Tipp an. Und zwar kannst du versuchen, in Zukunft die vielen Argumente, die du hast, noch genauer zu gewichten und abzuwägen. Dann kannst du tiefer auf einzelne Punkte eingehen und wirkst insgesamt noch überzeugender. Wir danken dir für deinen Beitrag zu dieser Debatte. Super gut. Als Jury hatten wir nun noch ein Ergebnis zu formulieren, vier Plätze zu vergeben. Und das war natürlich bei eurer Debatte nicht leicht. Trotzdem ist es uns gelungen, in der Jury uns zu verständigen. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, was ich vielleicht so ein bisschen aus den Rückmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen Juroren ableiten lässt. Auf Platz 4 von allen, die am Bundeswettbewerb Jugend debattiert 2022 teilgenommen haben, Frederik. Dein Applaus. Auf Platz 3 von allen, die am Bundeswettbewerb in diesem Jahr teilgenommen haben, in der Altersgruppe 1, Emilia. Auf Platz 2 haben wir gesehen Anna Dübre. Und der Bundessieger 2022 in der Altersgruppe 1 heißt Daniel Grützmacher. Herzlichen Glückwunsch. Daniel Grützmacher gewinnt das Bundesfinale. Daniel Grützmacher aus Baden-Württemberg, das Bundesfinale. Herzlichen Glückwunsch an Daniel, herzlichen Glückwunsch an euch alle vier, an Frederik, Anna, Daniel und an Emilia. Wir machen später eine richtige Siegerehrung noch, da gibt es Urkunden. Jetzt gibt es nochmal Applaus für euch vier.
Wir sehen uns später wieder. Ihr nehmt die Schilder mit, denn wo die eben standen mit euren Namen, da kommen jetzt gleich welche hin mit denen der Finalistinnen und Finalisten aus der Altersgruppe 2. Vorher müssen wir noch einmal wechseln, nämlich in der Jury. Da ist neu im Spiel Susanna Naumer, die Bundessiegerin aus dem vergangenen Jahr aus der Altersgruppe 2. Außerdem an Glocke und Uhr Tobias Manner-Rombeck als Zeitwächter. Ihr zwei kommt neu dazu. Und hier stehen 4 frische Drinks bereit. Wir brauchen 4 frische Finalistinnen und Finalisten der Altersgruppe 2. Und da holen wir mal auf die Bühne als ersten Vertreter der Proposition 10. Klasse am Landesgymnasium St. Afra in Meißen, Sachsen, Laurenz Frenzel. Vom neuen Gymnasium Glienicke in Brandenburg, 18 Jahre alt ist sie, besucht die 12. Klasse Carina Mumberg. Weiter geht's mit einem Landessieger aus Nordrhein-Westfalen, vom Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Köln, besucht dort die 11. Klasse, 17 Jahre alt, Jurik Schülke. Und ein junger Mann aus Bayern, der komplettiert die Runde, 11. Klasse am Gymnasium Gröbenzell, 16 Jahre alt, Benjamin Reiser. So, ihr 4, auch ihr habt frisches Papier bekommen und auch ihr kriegt eine Einstiegsfrage. Ich gucke nochmal in den Livestream, viele gucken sich das ja auch immer gerade wegen dieser Fragen vor der Debatte an. Sonst haben wir klassischerweise gefragt, was gab es zum Frühstück? Jetzt ist es so Halbfinale noch am heutigen Morgen. Da habt ihr schon debattiert. Dementsprechend ist etwas Zeit vergangen. Also Lauritz, was gab es heute bei dir zum Mittag? Bei mir gab es 3 kleine Kartoffeln und Rucola, weil ich gar keinen Hunger hatte. Und dann gab es noch ein Eis. Jurek? Bei mir gab es auch Kartoffeln und ein bisschen Geschnetzeltes und einen großen Salat. So. Bei mir gab es tatsächlich Nudeln mit Käse und Schinkensoßen. Benjamin. Bei mir gab es Nudeln mit Geschnetzelten. Also man konnte das auch mischen, offenbar. Ihr seid ausreichend ernährt worden heute. Das hat geklappt. Ihr seht auch so aus, als würdet ihr jedenfalls die nächsten 24 Minuten auf dieser Basis durchhalten. Es gibt ja danach noch einen Empfang. Da seid dann nicht nur ihr eingeladen, sondern alle hier im Saal. Und ja, wenn ich jetzt so gucke, Gläser, Stifte, ich glaube, wir können starten. Seid ihr bereit? Ja. Es ist angerichtet. Dann legen wir los mit der Debatte der Altersgruppe 2, euer Bundesfinale. Ich lese die Streitfrage vor und dann legt ihr los. Soll in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden? 800.000 Menschen. So viele fehlen in der Pflege als nichtärztliche Pflegekräfte bis 2030. Egal ob im Krankenhaus oder in der Altenpflege. Das ist eine erschreckend hohe Zahl und ist auch damit verbunden, dass der Beruf oder viele Berufe, die sich gesellschaftlich sehr engagieren, wie zum Beispiel die Krankenpflege, aber eben auch Kindererzieherinnen und viele weitere, immer weiter im Image weiter absinken und die Anerkennung in der Gesellschaft wird immer und immer geringer. Gerade wir als Jugend und gerade jetzt nach der Corona-Pandemie sollten dort mit gutem Beispiel vorangehen und etwas dagegen tun, gegen die abfallende Anerkennung von Ehrenamt und gesellschaftlichem Engagement vor allem. Deswegen stellen wir uns heute die Frage, soll eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland eingeführt werden? Wir haben Folgendes definiert. Es soll ein ganzes Jahr ab 18 gelten und man darf es in den Zeitraum von 18 bis 23 machen. Beispielsweise kann man sich in der Bundeswehr engagieren und ein Jahr dort seinen sozialen Dienst ableisten oder eben in Einrichtungen des Bundesfreiwilligendienstes, wie er jetzt schon besteht. Da gibt es zum Beispiel die Altenpflege, dort gibt es Krankenhäuser, wo man hingehen kann, aber eben auch Kindertagesstätten und viele, viele weitere. Das Ganze soll ab 2026 umgesetzt werden und durch eine Grundgesetzänderung
in Kraft treten. Wir wollen Artikel 12a des Grundgesetzes ändern. Dort geht es aktuell um die Wehrpflicht. Dort soll stehen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger dieses Landes, welches das 18. Lebensjahr vollendet hat, zu einer allgemeinen Dienstpflicht für ein Jahr herangezogen wird. Näheres regelt ein Bundesgesetz, in dem beispielsweise steht, dass es ein Auswahlverfahren gibt, wo man sich für drei verschiedene Einrichtungen bewerben kann. Wenn dann die erste Einrichtung beispielsweise nicht genommen wird, weil sie überfüllt ist, wird man dann an die zweite weitergegeben. Das Ganze wollen wir vor allem deswegen machen, weil durch diese Pflicht, sich zu engagieren, sehen die Menschen, was wirklich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Sehen wir Jugendlichen, welche Berufe wichtig sind. Und das ist unser Ziel. Deswegen spreche ich mich für diese Maßnahme aus. Ein Zwangsjahr für junge Menschen löst all unsere gesellschaftlichen Probleme. Das ist so ein bisschen die These, die hinter eurem Vorschlag steckt. Dabei ist das bei Weitem gar nicht so einfach. Laurenz, du hast jetzt in deiner Eröffnungsrede Artikel 12a angesprochen. Ich glaube, es lohnt sich aber, wenn wir uns den ganzen Artikel 12 vorher noch einmal in Betracht ziehen. Hier gibt es nämlich ein Arbeitszwangsverbot. Das heißt, niemand darf in Deutschland zu einer Arbeit oder zu einer bestimmten Tätigkeit gezwungen werden. Und genau das ist die allgemeine Dienstpflicht. Ihr zwingt damit junge Menschen zum Teil gegen ihren Willen zu einer Tätigkeit. Ihr nehmt ihnen ihre Entscheidungsfreiheit und ihr Entscheidungsrecht und ihr degradiert sie für ein Jahr zu reinem Objekt des Staates und der Gesellschaft. Dabei löst auch die allgemeine Dienstpflicht Probleme, wie du sie gerade angesprochen hast, zum Beispiel des Pflegenotstandes, nicht zwangsläufig. Der schlechte Zustand der Pflege kommt durch miserable Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen zustande, nicht durch ein fehlendes Interesse der jungen Generation. Darüber hinaus stellen sich mir noch ein paar Fragen zu eurer Maßnahme. Ganz wichtig ist, glaube ich, der erste Punkt, nämlich wie sieht es mit der Bezahlung dieser Dienstpflichtigen aus? Bekommen dann diese Dienstpflichtigen gar kein Geld? Bekommen sie ein Taschengeld? Werden sie nach dem Mindestlohn bezahlt? Und falls sie bezahlt werden, wie wollt ihr das Ganze dann finanzieren? Wo fehlt dann dem Geld hier möglicherweise anderswo dann die Finanzen? Die zweite Frage ist, ob die Institutionen, die jetzt diese große Menge an dann Dienstpflichtigen aufnehmen wollen, überhaupt die Kapazitäten dafür haben. Beispiel Bundeswehr, du hattest es angesprochen. Viele Verteidigungsexperten sagen, dass die Bundeswehr schlichtweg nicht genug Kasernen und Betten hat, um so eine große plötzliche Anzahl von Rekruten aufzunehmen. Außerdem stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn jemand die allgemeine Dienstpflicht verweigert? Wird es darüber hinaus Eignungsprüfungen geben? Wer ist von der allgemeinen Dienstpflicht befreit? Wer ist von ihr ausgeschlossen? Außerdem sind viele Schüler zwischen 18 Jahren bis 23 Jahren gerade am Studieren, sind entweder noch in der Schulzeit, bedeutet das, dass junge Menschen hier im Zweifelsfall ihre Schule, ihr Studium unterbrechen müssen, in ihrem Lebensweg eingeschränkt werden? Genau aufgrund dieser offenen Fragen und dass man eben Freiwilligkeit und Zusammenhalt in einer Gesellschaft nicht mit Zwang erzwingen kann, spreche ich mich ganz klar gegen eine allgemeine Dienstpflicht aus. Im Vorhinein zu dieser Debatte habe ich mir eine ganz zentrale Frage gestellt, und zwar, was bedeutet eigentlich Gesellschaft für mich und für uns? Und für mich war die Antwort relativ schnell klar, denn Gesellschaft bedeutet im Prinzip vor allem Gemeinschaft. Und was es für die Gemeinschaft unbedingt braucht, das sind Menschen, die sich engagieren. Das sind Leute, die Aufgaben wahrnehmen, die zu tun sind. Und das ist aber vor allem auch das Verständnis dafür, dass man in einer Gesellschaft etwas dazu beitragen muss, dass es funktioniert. Und ganz wichtig, was den Zusammenhalt einer solchen Gemeinschaft angeht, brauchen wir ein Verständnis füreinander. Ein Verständnis für die andere Position, ein Verständnis für andere Lebenswelten. Und ich mache nächstes Jahr persönlich Abi. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir aus der Schule rausgehen und wirklich sonderlich viele andere Lebensweisen kennengelernt haben. Da ist der Horizont also sehr beschränkt. Und deswegen glaube ich, braucht es unbedingt so eine solche Dienstpflicht. Und zu deinen Fragen, du hast zum einen gefragt, wird das bezahlt? Ja, selbstverständlich wird das bezahlt. Das ist im Rahmen der sozialen Gerechtigkeit unbedingt notwendig. Wir wollen den Leuten ein Gehalt von 1.000 Euro zahlen. Das reicht also zum Leben und zum Wohnen. 500 Euro, so könnte man das zum Beispiel aufteilen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Ein wichtiger Punkt, den wir auch sehen, das haben wir uns auch gefragt, wir sind zum Schluss gekommen, am wirksamsten und am vernünftigsten ist es, wenn wir sagen, wir nehmen das von einer Vermögenssteuer, denn hier lösen wir noch ein Problem, und zwar, dass man sagen könnte, oh, die Alten, die müssen da aber nichts tun. Nein, die Alten, und das ist grundsätzlich die Gruppe, die viel Vermögen hat, die gibt etwas ab, die finanziert eben diese Arbeit der jungen Menschen. Und was passiert bei Verweigerungen? Naja, da würden wir vor allem erstmal das Schulgesetz in den Blick nehmen, denn hier ist ganz klar geregelt, beziehungsweise bei den Ordnungswidrigkeiten, dass im Rahmen der Schulpflicht nämlich ein Verstoß geahndet wird, insofern als es ein Bußgeld gibt, das wollen wir auch hier anwenden. Das kann sich so um die 2.500 Euro belaufen, so ist es bei der Schulpflicht.
Und ich glaube, dass wir aus unseren Filterblasen rauskommen, dass junge Menschen andere Realitäten sehen, gerade in einer so aufgeheizten Stimmung, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen spreche ich mich ganz klar für eine solche Dienstpflicht in Deutschland aus. Jurek, du sprachst gerade an, dass wir in Deutschland Menschen brauchen, die sich engagieren wollen. Aber diese Menschen haben wir doch. Nur wir als Deutschland geben diesen Menschen nicht die Möglichkeit, sich zu engagieren. Wir haben in Deutschland beispielsweise bei den Freiwilligendiensten zu wenig Plätze, um jedem Jugendlichen, der sich dafür entscheidet, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, einen Platz zu garantieren. Beispielsweise mein Bruder. Mein Bruder will beim Rettungsdienst ein freiwilliges soziales Jahr machen, meldet sich an und muss sich dann gegen andere Bewerber durchsetzen. Er wird nicht angenommen, er muss sich durchsetzen. Und das ist doch das falsche System, wenn wir Jugendlichen die Möglichkeit verwehren, sich ein ganzes Jahr lang für unseren Staat einzusetzen. Und diese Jugendlichen werden zurzeit dann einfach mit einem sogenannten gesetzlichen Taschengeld entlohnt. Viel sinnvoller wäre es doch, wenn wir das Geld, was ihr verwenden wollt, direkt für die freiwilligen sozialen Jahre verwenden und diese Jugendlichen so bezahlen, dass sich auch mehr Jugendliche dafür entscheiden können, dieses freiwillige soziale Jahr zu beginnen. Denn diese 150 Euro sogenanntes Taschengeld, das reicht ganz vielen Jugendlichen nicht, um die Lebensstandards, die in Deutschland gegeben sind, zu bezahlen. Und deswegen können sich faktisch ganz viele Jugendliche gar nicht dafür entscheiden. Außerdem sprechen wir von Verständnis für andere Lebensrealitäten. Aber ist dieses Verständnis denn auch für die Jugendlichen gegeben? Schauen wir uns die letzten Jahre an, schauen wir uns Jugend debattiert an. Alle saßen zu Hause, die Jugendlichen sind die, die mit am meisten gelitten haben. Und jetzt sollen diese Jugendlichen auch noch ein Jahr von ihrem Lebensweg für den Staat investieren. Dieser Staat, der nicht genug dafür tut, dass die Jugendlichen sich freiwillig dafür entscheiden. Wir haben doch viel, viel größere Probleme, die mit diesem Geld bekämpft werden können, wie beispielsweise Armut, wie beispielsweise Wohnraummangel. Und genau diese Probleme sollten wir gleichzeitig mit dem Attraktivitätssteigern von einem freiwilligen sozialen Jahr in Angriff nehmen, anstatt eure Maßnahme durchzusetzen. Und deswegen spreche ich mich ganz klar gegen eure Maßnahme aus. Benjamin, als erstes hattest du gesagt, dass wir das Geld viel lieber dafür nutzen sollten, um erstens mehr Bundesfreiwilligenplätze zu schaffen, aber eben auch, um die Menschen durch Geld zum Engagement zu zwingen. Und das finde ich total fatal. Wie kann man denn Menschen mit Geld zu etwas locken, was total auf gesellschaftlichem Engagement beruht, was darauf beruht, dass jeder Mensch sich das sucht, was er am besten kann? Das sollte nicht durch monetäre Mittel getan werden. Laurenz, du hast jetzt gesagt, dass wir durch Geld Menschen zum Freiwilligendienst locken wollen. Ich glaube, locken ist das falsche Wort. Wir wollen Anreize setzen. Und ich glaube, das ist immer noch eine bessere Möglichkeit, als sie dazu zu zwingen. Das ist, was ihr tut. Ihr wollt Menschen zur Freiwilligkeit zwingen. Und das ist ein Paradox im Begriff an sich. Engagement muss von Herzen kommen, sonst bringt es nichts. Gerade zum Beispiel in eben Bereichen wie der Pflege, im Krankenhaus, wenn wir dort unmotivierte Jugendliche haben, die dort eigentlich gar nicht da sein wollen, dann kann das schwere Konsequenzen, auch Fahrlässigkeiten etc. mit sich führen, von denen Krankenhäuser und Altersheime nicht profitieren wollen. Deswegen fordert auch kein einziger Pflegeverein oder Pflegeverband in Deutschland zum Beispiel die allgemeine Dienstpflicht, um den Pflegenotstand eben zu bekämpfen. Also du sagst jetzt, dass die große Gefahr darin besteht, dass eben dieses Engagement, wenn es nicht von Herzen kommt, dann nur halbherzig ausgeführt wird. Und eigentlich ist das auch schon eine ganz gute Problembeschreibung der Mentalität eigentlich, die wir haben. Und zwar, dass solche Pflegeberufe so unattraktiv sind, dass die Leute, wenn sie drin sind, gar keinen Bock mehr haben, da irgendwie zu arbeiten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir wollen die Leute da reinbringen, damit sie eben überhaupt erstmal sehen, was ist das überhaupt, was ist dieser Job überhaupt. Denn momentan gibt es wahnsinnig viele Vorurteile über soziale Berufe. Die wenigsten davon stimmen. Und wenn man die Leute jetzt in diese Berufe bringen würde, dann würden sie wohl nach wenigen Tagen oder spätestens Wochen sehen, aha, das stimmt doch gar nicht, was ich da gehört habe. Eigentlich ist es ja ganz anders. Ich mache diesen Job gerne. Ich glaube, dass Jugendliche auch in jungem Alter schon so reflektiert sind, um das gut einschätzen zu können. Jurek, du sprichst davon, dass wir jetzt den Jugendlichen doch eigentlich die Möglichkeit geben könnten, in diesen Beruf reinzuschnuppern. Und das stimme ich dir zu. Aber die Frage ist doch, wollten die Jugendlichen das davor nicht? Wollten die Jugendlichen nicht davor diesen Beruf erfahren? Ganz viele Menschen wollen beispielsweise in die Pflege, aber das Problem ist die Bezahlung, auch danach im Beruf. Wenn ein Jugendlicher in seinem freiwilligen sozialen Jahr oder beispielsweise in seiner Dienstpflicht versteht, dass dieser Beruf viel mehr ist, als er bis jetzt gehört hat, dann hat er trotzdem danach keine Grundlage, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern wird eine Pflegekraft brutto 2.700 Euro bekommen. Ganz, ganz viele Menschen
würden sich diesen Weg nicht trauen, weil sie da keine Grundlage zum Leben haben. Und Laurenz, du sprachst auch das vorher an. Mit Geld zwingen? Nein. Wir wollen mit Geld den Jugendlichen die Möglichkeit geben, in Deutschland den Lebensunterhalt zu bezahlen. Und das machen wir. Du sprichst jetzt gerade an, dass es ein großes Problem bei der Bezahlung gibt. Und das stimmt, es gibt ein großes Problem. Die Pflegeberufe, gerade die Pflegeberufe, aber viele andere soziale Berufe auch, sind nicht anständig bezahlt. Aber gerade da setzt ja unsere Maßnahme an. Denn erst wenn das gesellschaftliche Bild von diesen Pflegeberufen besser ist, wenn es eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt, dass diese Berufe besser bezahlt werden müssen, dann werden sie das auch, weil dann politischer Druck entsteht, der dafür wirkt, dass eben diese Berufe besser bezahlt werden. Deswegen muss man diesen Schritt vorher gehen, um überhaupt erstmal eine gesellschaftliche Mehrheit dafür hochzuhalten, um das Thema in das Blickfeld überhaupt erstmal zu nehmen. Okay, Jurek, du stellst das ganze Problem jetzt eigentlich so dar, dass indirekt die schlechte Bezahlung der Pflege oder andere Berufe wie zum Beispiel Krankenschwester etc. da kommt, dass sich junge Menschen nicht genug Interesse zeigen, dass junge Menschen einen abschätzigen Blick auf diese Berufe haben und das ist ja eigentlich im Endeffekt die Schuld der jungen Menschen ist. Ich glaube aber gerade, das ist umgekehrt. Ich glaube, es ist die Schuld der Politik. Ich glaube, hier wurde über Jahre lang Investitionen verfehlt. Hier wurde nicht genug darauf geachtet, besonders in der Corona-Krise können wir das, glaube ich, immer wieder sehen. Das heißt, hier sind die Politiker in Verantwortung. Erstmal eine vernünftige Arbeitsatmosphäre in diesen Berufen zu schaffen, nicht die jungen Menschen, denn ein unausgebildeter 18-Jähriger im Altersheim wird an deren schlechten Bezahlung nichts ändern. Im schlimmsten Fall verschlimmert er es sogar, weil junge Menschen mit den 1.000 Euro zum Beispiel günstiger sind. Und dann kann das sogar im ganz schlimmsten Fall sogar noch zu Lohndumping, gerade in solchen Pflegeberufen oder als Krankenschwester etc. führen. Ich stimme dir definitiv zu, dass die Berufe wie beispielsweise in der Pflege zu schlecht bezahlt werden. Aber das ist nicht das größte Problem. Denkt mal bitte selber darüber nach, wie oft seid ihr schon mal aus einem Krankenhaus rausgegangen oder vom Arzt zurückgekommen und habt gesagt, oh, ich finde es so toll, dass wir in Deutschland ein so gutes Gesundheitssystem haben. Ich finde es so toll, dass so viele Menschen, die auch schlecht bezahlt werden, sich trotzdem für uns engagieren und trotzdem den Laden hier ein Stück weit am Laufen halten, auf Deutsch gesagt. Die Anerkennung und das auch unter Jugendlichen für solche Berufe ist viel zu schlecht. Und wenn jetzt jeder mal reinschnuppern kann, mal ein Jahr sagt, ich schaue mir mal an, mal sehen, was die Menschen hier täglich dafür machen, damit unsere Gesellschaft funktioniert, dann führt das doch dazu, dass die Berufe ein besseres Image haben und dass mehr Leute beispielsweise in die Pflege gelockt werden. Laurenz und Jurek, ihr sprecht beide davon, dass sich das Bild dieser Berufe erst bessern muss. Aber schauen wir uns doch mal die Corona-Zeit an. Es gab Aktionen für Pflegekräfte, für die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, beispielsweise mit den Applausen auf den Balkonen. Und genau das zeigt doch, dass diese Berufe anerkannt sind. Es gab laute Forderungen nach besserer Bezahlung. Und trotzdem müssen immer mehr Pflegekräfte schauen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Außerdem will ich noch einen anderen Punkt ansprechen. Von wem geht denn diese Dienstpflicht aus? Letztendlich muss der Bundestag dieses Gesetz ändern. Und der Bundestag hat einen Altersdurchschnitt von 47,3 Jahren. Kein einziger Betroffener wird bei dieser Entscheidung mitentscheiden. Schon wieder, wie schon so oft in den letzten Jahren, werden die Jugendlichen übergangen und es wird ihnen vorgeschrieben, was zu tun ist. Und genau das sollten wir doch jetzt unterbinden. Also ich glaube, zum einen, klar, der Punkt, es gab Applaus, aber ehrlich gesagt, Applaus hilft nichts. Was wirklich helfen würde, wäre, wenn mehr junge Leute in die Pflege gehen würden. Und zu dem anderen Punkt, ja, der Bundestag hat einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Da fallen die Leute, die von der Maßnahme betroffen werden, nicht mehr drunter. Aber sind wir ehrlich, der Bundestag ist der demokratische Ort der Entscheidung. Dort müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Ob der Altersdurchschnitt uns da jetzt passt, ist da völlig zweitrangig. Aber ich möchte einen neuen Punkt aufmachen, und zwar, dass wir diese Maßnahmen ein bisschen größer betrachten. Und zwar geht es da ja nicht nur um die Pflege oder generell um die Gesundheit, sondern es geht eigentlich ja um unsere Demokratie. Es geht eigentlich darum, wie verstehen wir unsere Gesellschaft? Und hier muss man einfach sagen, klar, ich habe gerade sehr oft von Zwang gesprochen, man muss es so ehrlich aussprechen, Demokratie erfordert Opfer. Demokratie ist nicht einfach nur, ich profitiere von einem System, sondern Demokratie ist immer auch damit verbunden, ich gebe etwas rein. Und dieses Verständnis zu schaffen, das bildet später eine Gesellschaft und das wäre mit einer solchen Dienstpflicht definitiv erreicht. Ich stimme dir zu. Ich glaube, es sollte unsere höchste Priorität sein, unsere Demokratie zu stärken. Und ja, Demokratie fordert Opfer, Demokratie fordert vor allem Verantwortung. Das ist wahr. Aber warum soll diese Verantwortung jetzt in diesem Fall ausschließlich bei den jungen Menschen liegen? Und das ist gerade, was Benjamin auch so ein bisschen mit der Generationengerechtigkeit angesprochen werden. Es ist auffällig, dass diese Dienstpflicht vor allem immer von älteren Politikern gefordert wird. Nach dem Motto, junge Menschen sollen sich doch endlich mal engagieren, endlich mal was machen für unsere Gesellschaft. Ich glaube, wir können die ganze Frage umdrehen. Was haben denn ältere Politiker jemals für unsere junge Generation gemacht?
Gerade wir jetzt, und das hatten wir schon in Eröffnungsreden gehört, mit Corona, uns wird einer Welt des Klimakrise hinterlassen, Inflation, Schulden, für die es keine Tilgungspläne gibt. Ich glaube, wenn eine Generation am stärksten in unserer Gesellschaft aktuell belastet ist, dann ist es die junge Generation. Und ja, es ist einfach für ältere Politiker zu sagen, ja, die Jungen müssen doch sich jetzt mal hier unsere Demokratie tragen, hierfür einsetzen. Aber ich glaube, da muss auch eine Gegenleistung von den Älteren kommen. Aber ist es hier nicht genau wichtig, dass wir von der jungen Generation jetzt anpacken und es eben besser machen als die Menschen, die jetzt darüber entscheiden? Ist, dass wir von Anfang an gesellschaftliches Engagement ganz oben aufschreiben. Ich meine, ich finde es auch schon fast egoistisch zu sagen, ich verwirkliche mich erstmal selbst, bevor ich etwas für die Gesellschaft tue. Bis ich 18 bin, bis ich aus der Schule komme, hat der Staat nur in mich investiert, beispielsweise durch die Schulbildung. Jetzt ist es doch an der Zeit, was zurückzugeben und auch die Wurzeln für später zu legen. Lorenz, aber gibt denn ein Jugendlicher, der keine Lust darauf hat, ein Jahr sozial Engagement zu zeigen oder zeigen zu wollen, dem Staat wirklich, was der Staat will? Schauen wir uns an, wo Jugendliche noch gebraucht werden. Wir haben einen demografischen Wandel in Deutschland. Beispielsweise in Bayern wird jetzt wieder G9 eingeführt. Dazu kommt die Dienstpflicht. Das nimmt 2 Jahre neue Jugendliche, neue Auszubildende, neue Studierende vom Markt. 2010, bei der Frage, wovor Unternehmen am meisten Angst haben, haben 16% der Unternehmen gesagt, Fachkräftemangel. 2021 sind es jetzt schon 55%. Die Unternehmen brauchen Auszubildende und Leute, die in unserem Markt, bei unserer Wirtschaft mithelfen. Und das direkt nach der Schule und nicht erst nach einer Dienstpflicht. Also du sprichst jetzt hier an, dass die jungen Menschen, die ja gar keine Lust haben, dann eben vom Arbeitsmarkt weg sind. Aber wir müssen doch abwägen, was ist uns hier wichtiger? Ist uns wichtiger, dass wir schnell immer mehr neue Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt haben, die dann da ja mehr oder weniger verheizt werden? Oder ist es uns wichtiger, eine Gesellschaft zu haben, die funktioniert, wo wir eben nicht nur die jungen Menschen haben, die sagen, ja, mich interessiert so ein sozialer Job nicht, dann mache ich den eben nicht. Ich glaube, da müssen wir abwägen und diese Abwägung ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Eine Gesellschaft sollte da Vorrang haben. Und dazu, dass eben viele Leute keine Lust haben, ich glaube, das ist gar nicht das große Problem. Ich glaube, viele Leute haben große Lust dazu. Die können es sich aber nicht leisten, einfach nach dem Abi mal ein Jahr Pause zu machen. Die müssen eben direkt in die Erwerbsarbeit starten. Die müssen direkt eine Ausbildung machen, wo sie Geld verdienen und können eben nicht andere Lebensweisen, nicht andere Berufsfelder kennenlernen. Das ist ein großes soziales Problem, was wir mit unserer Maßnahme lösen wollen. Wir wollen jungen Menschen ermöglichen, außerhalb der Lohnarbeit so etwas kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen. Jurek, ich stimme dir da völlig zu. Viele Menschen haben Lust und ja, vielen Menschen, das hatte Benjamin in seiner Öffnungsrede auch schon angesprochen, ist es leider nicht möglich, dann aus finanziellen Gründen eben ihrem Wunsch nach sozialem Engagement nachzugehen. Aber warum macht ihr es dann verpflichtend? Warum muss es dann einen Zwang geben? Warum setzt ihr das Geld zum Beispiel, das ihr jetzt für die Bezahlung aller Dienstpflichtigen einsetzt, nicht einfach dafür ein, um mehr soziales Engagement zu fördern? Auf Freiwilligkeit, auf Empathie, auf Engagement, das nicht nur ein Jahr dauert, sondern das doch ein Leben anhält, anstatt alle universell zu zwingen und damit wahrscheinlich viele, viele Leben lang auch von der Freiwilligkeit und der Engagement abzuschrecken. Du sprachst jetzt davon, dass es doch viel sinnvoller ist, auf Freiwilligkeit statt auf Zwang zu setzen. Aber das machen wir seit vielen, vielen Jahren und wir sehen, was dabei rauskommt. Ich habe es am Anfang gesagt, 800.000 Menschen fehlen in der Pflege und das auch, weil viele Menschen sich eben nicht genug engagieren bzw. ihre Perspektiven nicht sehen. Und du sprachst auch davon, dass wir Menschen davon zwingen. Das stimmt in gewisser Weise. Was aber auch ein neuer Aspekt, den wir noch gar nicht betrachtet haben, dabei rauskommt, ist, dass verschiedene Gesellschaftsschichten, egal ob arm, egal ob reich, hier zusammenkommen, sich austauschen. Und das ist doch ideal für unsere Gesellschaft und Demokratie. Wir sprechen hier jetzt gerade sehr viel über den sozialen Aspekt dieser Dienstpflicht. Schauen wir auf den anderen Aspekt, den man als Jugendlicher wählen kann, unsere Bundeswehr, das Heer. Doch braucht das Heer wirklich Jugendliche, die nach der Schule dann zum Heer gehen? Unser Heer wurde seit 2011, seit der Abschaffung der Wehrpflicht, zu Berufssoldaten. Ein Heer von Berufssoldaten mit etwa 180.000 Mann. Diese 180.000 Mann werden jetzt wortwörtlich überrannt von 750.000 jährlichen Menschen, die 18 werden. Davon werden mindestens 100.000 sich für das Militär entscheiden. Kann das Militär damit überhaupt umgehen? Wir glauben nicht. Und dadurch würde es nur viel mehr Chaos geben. In unserer heutigen Debatte ging es darum, ob eine allgemeine Dienstpflicht vor allem auch Probleme in der Zukunft löst und auch den Fachkräftemangel löst. Das habt ihr oft angesprochen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Einigkeit, die unter uns
unter uns herrscht. Wir können nicht alle Probleme mit dieser einen Maßnahme lösen. Was wir aber definitiv verbessern können, ist, dass der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft durch den Austausch von den verschiedenen Schichten besser wird und dass Pflegeberufe, aber auch andere soziale Berufe viel anerkannter werden. Denn wenn jeder und jede sich engagieren muss, dann wird sie irgendwann lernen, wie wichtig es ist, sich in der Gesellschaft einzubringen und wie wichtig Berufe sind, wie beispielsweise im Altenpflegeheim. Und es ist doch egoistisch, immer nachdem der Staat mit der Schulbildung so viel Geld in einen gesteckt hat, erstmal an sich zu denken, statt an den Staat, statt etwas zurückzugeben. Und ich entscheide mich gegen den Egoismus und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das gesellschaftliche Engagement. Deswegen spreche ich mich für unsere Maßnahme aus. Mehr freiwilliges Engagement durch Zwang. Das war hier eigentlich die zugrunde liegende Frage in unserer Debatte. Dabei waren wir vor allem sehr lange mit dem Beispiel Pflege beschäftigt. Das heißt, ihr habt gesagt, eine allgemeine Dienstpflicht könnte die Pflege aufwerten, könnte das Ansehen der Pflege aufwerten. Wir haben dabei immer wieder betont, dass die Pflege keine unausgebildeten Jugendlichen braucht, sondern mehr Fachkräfte und dass es hier an Bezahlung und an schlechten Arbeitsbedingungen, dass die Ursprung des Problems sind, nicht fehlendes Interesse Jugendlicher. Darüber hinaus fiel der Satz auch, Demokratie fordert Opfer und ich glaube, da waren wir uns alle einig, aber Demokratie darf keine Einschränkungen in die Entscheidungsfreiheit einzelner Individuen in Kauf nehmen. Ein ganz anderer wichtiger Begriff, der in dieser Debatte auch mal wieder vorgekommen ist, ist die Generationengerechtigkeit. Ihr habt gesagt, es ist egoistisch, dass junge Menschen, nachdem sie ihre Schulausbildung abgeschlossen haben, die durch den Staat gefördert wurden, erstmal an sich denken. Wir haben gesagt, warum müssen es gerade junge Menschen sein, die diese ganzen großen gesellschaftlichen Probleme jetzt lösen sollen? Was haben die Älteren denn für die Jungen getan? Und aus diesem Grund spreche ich mich weiterhin dafür aus, dass es zu keiner Einführung der allgemeinen Dienstpflicht kommen soll. Was ist uns eine vielfältige, eine offene und eine engagierte Gesellschaft wert? Im Prinzip war das heute die Frage, die uns durch diese Debatte geleitet hat. Und wir haben gesagt, ja, Demokratie tut auch manchmal weh. Und Demokratie als Zumutung, das ist ein schönes Beispiel, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es zeigt sehr deutlich, dass es das eben braucht. Demokratie, die nicht immer unbedingt bequem ist. Du hast jetzt gerade gesagt, man könne keine Leute dazu zwingen oder man könne keine, in einer Demokratie keine Einschnitte in die individuelle Freiheit wahrnehmen. Das stimmt so nicht. Wir haben in der Corona-Pandemie ja gesehen, dass wir das können und wir haben gesehen, dass ein Grundsatz ganz, ganz wichtig ist. Der Grundsatz, dass die Gesellschaft vor einem Individuum steht. Und dieser Grundsatz bietet sich auch hier, entweder wenn wir über Pflege reden, wenn wir über eine offene Gesellschaft reden oder auch einfach über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft durch neue Perspektiven, dann sehen wir, die individuelle Freiheit muss da ein bisschen hinter dieser Gesellschaft zurückstehen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir eine solche allgemeine Dienstpflicht einführen sollten. Was bedeutet Gemeinschaft? So hast du, Jirek, heute deine Eröffnungsrede gestartet. Und darum geht es. Es geht um die Abwägung zwischen der Freiheit des Einzelnen und dem Gemeinwohl. Aber wir glauben, dass eure Maßnahme den Kern des Problems unserer Gesellschaft nicht trifft. Wir glauben, dass es viel, viel effektivere und bessere Maßnahmen gibt, die Jugendlichen zu engagieren und gleichzeitig die Probleme der deutschen Gesellschaft zu bekämpfen. Wir glauben, dass beispielsweise das FSJ viel, viel mehr gefördert werden sollte, dass dieses Geld benutzt werden sollte, aber wofür? Nicht für eure Maßnahmen, sondern dafür, dass die Jugendlichen sich selbst entscheiden können, dass sie unserem Staat helfen, dass sie sich für unseren Staat engagieren. Die Frage kam immer, brauchen wir ein besseres Bild von diesen Berufen? Wir glauben, dass wir bessere Bezahlung brauchen, aber dass dieses Bild ein gezeichnetes Bild ist, was jetzt schon besteht und dass wir den Jugendlichen nur noch dahin helfen müssen, durch bessere Bezahlung und nicht durch eure Maßnahme. Und deswegen spreche ich mich auch am Ende dieser Debatte ganz klar gegen eure Maßnahme aus. Habe ich was von einem Wasser? Das war extrem groß. Heilige Scheiße. Vielen Dank. Genießt das. Sollen wir gehen? Was sollen wir noch machen? Vielen Dank für eure Debatte. Shake Hands, endlich wieder ein bisschen zumindest geht das wieder. Danke an Laurenz, an Carina, Jurik und Benjamin. Ihr habt es geschafft, das war der Applaus. Ab zurück in die Stühle. Vielen Dank für eure Debatte.
So, und neben mir macht sich schon die Musik bereit. Ihr könnt einfach ganz entspannt schon anfangen und wir nehmen aber nochmal die Abstimmung mit in die anklingende Musik. Ich gebe die Frage ans Publikum. Soll in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden? Wer sagt grüne Karte? Damit fangen wir an. Ja, das sind für einen Livestream nicht so wahnsinnig viele grüne Karten. Wir machen mal die Gegenprobe. Das ist eine deutliche Mehrheit. Vielen Dank für die Abstimmung. Thelma Malar mit der Musik. We try to call as she wasn't there. It's gonna be over, we get it.
Dankeschön. Thelma Malar. Morgen Abend in Tempelhof. Daten gibt es auf der Instagram-Seite. Vielen Dank an euch. Und ja, den Applaus geben Sie noch. Und in den Applaus möchte ich zu mir nach oben auf die Bühne bitten, vier ehemalige Landessiegerinnen und Landessieger von Jugend debattiert. Wir holen sie mal zu uns. Xinying Chen, Raphael Enz, Jana Schwetz und Alexander Krull. Kommt mal zu mir auf die Bühne. So, bis jeder einen Platz gefunden hat. Perfekt. Raphael, ich starte mal bei dir. Jetzt habe ich gesagt, vier ehemalige Landessiegerinnen und Landessieger von Jugend debattiert. Landessieger aus Paraguay und Sieger des internationalen Finales Südamerika von Jugend debattiert, letztes Jahr im November, 19 Jahre alt. Mittlerweile besuchst du das Landesstudienkolleg in Köthen in Sachsen-Anhalt in Paraguay. Wie bist du zum Wettbewerb Jugend debattiert gekommen? Wie ist das entstanden? Also ziemlich zufällig. Unsere Deutschlehrerin meinte, ja, es gibt da so einen Wettbewerb, da kann man debattieren. Willst du da nicht mitmachen, dann brauchst du nicht so viel mit uns debattieren. Und da habe ich natürlich zugesagt. Es hat geklappt, du hast über viele, viele Ecken deutsche Wurzeln auch so ein bisschen, wirst jetzt in Deutschland dann dein Studium aufnehmen. Seit deinem Sieg beim Wettbewerb hast du auch weiter mitgemacht, hast schon juriert bei der Qualifikation in Nordamerika, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Jetzt bist du dieses Jahr in Berlin. Wann ist dir die Dimension von Jugend debattiert bewusst geworden? Also ich glaube, als ich in Berlin angekommen bin und dann mit der Tram M6 vorm Hotel angehalten habe und auf einmal so viele Leute sah, alle von Jugend debattiert und alle, überall wuselte jemand rum, ganzes Hotel voll Jugend debattiert, Leute, es war schon heftig. Heftig. Und jetzt bist du dabei. Du willst auch dabei bleiben. Wie es für dich weitergeht, besprichst du mit Katharina aus dem Alumni-Verein. Aber du hast gesagt im Vorgespräch, der Wettbewerb, der hat nicht nur bei dir Spuren hinterlassen, sondern der hat auch in deiner Region, in deiner Schule und darüber hinaus Spuren hinterlassen. Wie geht's da weiter? Du bist ja jetzt hier. Ja, also an meiner Schule, meine Deutschlehrerin, also am Ende nicht mehr, aber davor war sie meine Deutschlehrerin, hat da den Wettbewerb weitergeführt. Die Deutschlehrer sind da voll mit dabei. Meine Schwester macht jetzt auch mit. Und es gibt kleine Jugenddebattiertgruppen. In der Nachbarschule wird auch Jugenddebattiert weitergemacht. Und die fragen alle, ja, wie kann man da mitmachen? Was kann man da machen? Wir finden es richtig cool. Schön, das ist doch gut. Da geht es also weiter in Paraguay. Wir holen mal Xinying Chen mit in die Runde rein. Die studiert auch in Deutschland, hat das schon eine ganze Weile erfolgreich gemacht und macht jetzt noch den zweiten Master fertig. Neuroengineering, du kommst aus Shanghai und hast 2013 den Wettbewerb Jugend debattiert in China gewonnen. Also einen der traditionsreicheren internationalen Wettbewerbe. Seit 2012 gibt es den schon. Und du hast gesagt, seit der 6. Klasse lernst du Deutsch. Das war aber eher ein Unglück, wie du zu der Sprache gekommen bist. Wie ist das passiert, dass du zum Deutschlernen gekommen bist? Okay, aber wenn du jetzt schon verrätst, dass das ein Unglück ist, ich weiß nicht, wie ich meine Geschichte weitererzählen soll. weil wenn man in Deutschland studiert, also wird man oft gefragt, also wie bist du nach Deutschland gekommen, wieso hast du Deutsch gelernt? Und diese Geschichte habe ich wieder und wieder erzählt. Und in den vergangenen 2 Tagen habe ich diese Geschichte 5-mal erzählt. Also 5-mal nur mit Lennart. Also mich würde das jetzt aber noch mal interessieren. Also vielleicht kannst du das ja, noch ja, mal... Ja, das kommt. Weil wir haben so oft miteinander geübt. Also ich habe die Geschichte einmal erzählt. Er hat das einmal wiederholt, 2-mal verschiedene Fragen gestellt, damit ich die Geschichte noch mal erzählen kann. Okay, ich erzähle jetzt die Geschichte. Okay, kein Applaus bitte. Applaus
Okay, ich wollte eigentlich in meiner 6. Klasse Französisch lernen, und weil ich auch in der 2. Klasse Französisch gelernt habe, aber in der Schule gab es keinen Deutschlehrkräfte für unseren Jahrgang. Kein Französischlehrkräfte für unseren Jahrgang. Deswegen musste ich Deutsch lernen. Und genau, diese kleine Anekdote hat Lennart schon 5-mal gehört und fand das trotzdem interessant. Ich freue mich, dass sie dir wieder eingefallen ist, weil sonst hätte ich noch ein 7. Mal danach fragen müssen. Also das ist, insofern war das jetzt Glück. Du hast aber nicht nur die deutsche Sprache gelernt, am Wettbewerb erfolgreich teilgenommen, sondern du hast dann auch entschieden, dass du nach Deutschland gehen willst zum Studieren, und nicht nur zum Studieren, sondern du wirst hier dann auch, wenn das vorbei ist, anfangen zu arbeiten. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Wann hast du gemerkt, das ist nicht nur eine Sprache, die ich lernen will, sondern da will ich auch bleiben? Also vor meinem Studium war ich schon 3-mal in Deutschland. Einmal habe ich, also nachdem ich am Deutsch Jugenddebattiert teilgenommen habe, habe ich eine Reise nach Deutschland gewonnen. Das war mein erstes Mal in Deutschland. Und da habe ich schon das Gefühl damals, dass vielleicht Deutschland die zweite Heimat für mich wäre. Und da habe ich noch an der Deutsch-Olympiade teilgenommen. Und da habe ich einen 2. Platz bekommen und noch eine andere Reise. Das war mein 2. Mal in Deutschland. Und mein 3. Mal war eine Klassenfahrt. Das heißt, vor meinem Studium habe ich Deutschland schon ziemlich gut gekannt. Und jetzt bin ich schon seit 7 Jahren in München. Wie war die Frage? Wieso ich... Ich sagte sonst auch die Antwort nochmal. Aber ihr zwei, also es sind ja nicht nur dann die Talkrunden. Du hast, ja, ja. Ich meine, du wolltest zum Beispiel erzählen noch, du hattest bei einer Schaudebatte dann mitgemacht 2016. Und ich meine, du hattest erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, es war so 2013, als du mitgemacht hast, da gab es noch gar nicht so richtig die Möglichkeit, dann so weiter daran anzuknüpfen, aber jetzt gibt es sie. Du kannst Mitglied werden im Alumni-Verein, und das gilt auch für dich. Ja, ja. Sag uns doch vielleicht noch, was ist denn dein Ziel, was du noch hast jetzt bei Jugend debattiert? Okay, jetzt gleich überspringen wir diese Jetzt und gehen wir in die Zukunft, oder? Okay, muss mal schauen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ihr sprecht da sonst einfach nochmal mit Katharina drüber und mit Ansgar Kämmern. Gibt ja tolle Sachen. Also ich könnte mir bei dir vorstellen, dass du Lust hättest, nochmal so eine Trainerausbildung zu machen, aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ihr zwei, schön, dass ihr heute hier seid. Alexander, wir holen dich in die Runde rein. Internationaler Sieger des Finales in Nordamerika, auch im vergangenen Jahr, 18 Jahre alt, aus San Francisco, hast gerade die Highschool abgeschlossen, und im Herbst geht es los am College in Santa Cruz. Computer Science ist das, was du dir vorgenommen hast. Der Wettbewerb in den USA, der ist ja noch relativ jung. Das hat in Kalifornien vor allem angefangen. Dabei gibt es in den USA ja auch Debating, das ist da also ja was auch klassischerweise gemacht wird. Warum bist du nicht da gelandet, sondern beim deutschen Debattierwettbewerb Jugend debattiert? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hasse das Format des amerikanischen Debattierens, und naja, ich finde auch die deutsche Sprache ausgezeichnet. Ich habe erst vor kaum 4 Jahren angefangen, Deutsch überhaupt zu lernen, und deswegen bin ich während des Laufes des Wettbewerbs mit meiner Deutschkenntnis viel weitergekommen, und es war insgesamt eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Du hast das gesagt. Du hast das gesagt, dass das bei dir auch was Besonderes war, weil du hast gar nicht Deutsch in der Schule gelernt, sondern hast gesagt, September 2018 hast du angefangen, Deutsch zu lernen, also tatsächlich noch gar nicht so lange her. Und nicht in der Schule, sondern du hast das selbst gemacht.
Also nicht komplett selbst. Es gibt eine sogenannte GSED-Schule in meiner Nähe. Das ist eine Schule, zu der Jugendliche mit deutschen Eltern gehen, aber ich habe keine deutschen Eltern. Und ich habe auch am Anfang Duolingo benutzt. Das ist eine App, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Und ja. Ich habe es eben gemacht und das war eine ausgezeichnete Erfahrung. Es hat gereicht mit der App fürs Finale Nordamerika. Das ging dann ja noch weiter. Weltdebatte habt ihr beiden dann noch teilgenommen, euch wiedergesehen. Du hast juriert auch weiterhin, bleibst dabei. Gibt es etwas, was du bei Jugend debattiert kennengelernt hast? Du hast das ja gesagt, also, dass du dem wieder abhanden kommen wirst. Das wird nicht passieren. Gibt es etwas Besonderes, was du kennengelernt hast, was du in deinem Leben behalten möchtest, was du sagst, das ist mir so wichtig, das darf nicht wieder weggehen? Ich glaube, in unserer modernen Gesellschaft haben wir einen Mangel an richtig vernünftigen Gesprächen, besonders über kontroverse Themen. Viele Leute, ich meine nicht alle, aber viele Leute haben halt ihre Meinungen, besonders wenn es um Politik geht, und sie sagen, in Ordnung, ich habe die richtigen Meinungen, die anderen, sie denken halt falsch. Und bei Jugend debattiert lernt man... Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit. Also, ich wollte sagen, bei Jugend debattiert lernt man richtig vernünftig über diese kontroversen Themen zu reden und sogar Positionen zu vertreten, denen man selber nicht zustimmt. Das war für mich eine sehr gute Erfahrung. Das hat mir ganz viel beigebracht und das werde ich für immer behalten. Schön, dass du weiter dabei bleibst. Also ich glaube, da gibt es dann auch Leute, die wollen dich dann auf jeden Fall auch weiter dabei behalten. Du hast Erfahrung gemacht bei deiner Wettbewerbsteilnahme. Und Jana, die hast du gemacht im Jahr 2017. Da warst du die Siegerin vom internationalen Finale in Mittel- und Osteuropa seinerzeit als Teilnehmerin, als Landessiegerin aus der Ukraine. Du kommst aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine, 20 Jahre alt, studierst jetzt in Berlin hier Politikwissenschaft. Und normalerweise hatte ich auch mit dir solche Fragen abgesprochen, was ist seit deiner Wettbewerbsteilnahme passiert, aber in diesem Jahr, da hat sich das alles verändert, am 24. Februar mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und trotzdem, trotz des Krieges, hat auch in der Ukraine in diesem Jahr ein Wettbewerb stattgefunden. Und du warst dabei, hast den begleitet in der Ukraine beim Siegertraining. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie müssen wir uns das vorstellen, Jugend debattiert im vergangenen Jahr in der Ukraine? Unter normalen Umständen gäbe es viele Qualifikationsrunden in verschiedenen Städten in der Ukraine. Dann gäbe es ein Siegertraining im Ausland und das Ganze würde enden mit dem Landesfinale in der Hauptstadt Kiew. Dieses Jahr ist es aber keine normalen Umstände. Wir haben Krieg, das heißt, keine Stadt mehr war sicher. Es war unmöglich, alle Teilnehmer und alle Teilnehmerinnen in einer Stadt zusammenzubringen. Deswegen fand das Ganze online statt und das ist toll, dass es trotz dem Ganzen online stattgefunden konnte. Und ich freue mich total, dass ich beim Siegertraining als Trainerin für die Ukraine, Rumänien und Kroatien Training dabei sein konnte. Mir war es sehr wichtig, selbst als Teilnehmerin aus der Ukraine auch irgendwie Hilfe und Unterstützung den ukrainischen Teilnehmern anzubieten. Und da merkte man schon, dass es schwer für die Teilnehmer aus Kroatien und Rumänien war, vorzustellen, wie einfach so ein Teilnehmer mitten in der Debatte sagen kann, es tut mir leid, aber ich muss jetzt dringend in den Keller oder in den Schutzbunker, weil bei uns Luftalarm ist. Aber ich finde, es ist trotzdem ein guter Siegertraining gewesen. Es gab eine vertrauensvolle Atmosphäre und es gab auch eine Ablenkung für die Teilnehmer aus der Ukraine, die zum Teil auch in der Ukraine geblieben sind. Einige müssten fliehen nach Deutschland, Polen oder auch andere europäische Länder. Und das endete mit einem guten Landesfinale in Kiew, nicht in Kiew, sondern online. Und wir haben einen Landessieger und die Zweitplatzierte gewählt, die dann beim internationalen Finalwoche in Budapest mitmachen werden. Und wenn ich glücklich bin, dann darf ich die auch als Alumna begleiten. Wir drücken dir die Daumen.
Wir drücken dir die Daumen, dass das klappt mit dem internationalen Finale, dass du da auch dieses Jahr hinreisen kannst. Du warst beim Siegertraining dabei, das war keine Überraschung, weil du, seitdem du 2017 mitgemacht hast, jedes Jahr dabei warst, nicht nur in der Ukraine, auch in Deutschland, international. Und du hast im Vorgespräch gesagt, dass sich deine Motivation aber verändert hat. Also es hat natürlich eine Änderung gegeben in diesem Jahr, aber die hat nicht dazu geführt, dass du jetzt nicht hier bist, sondern die hat dazu geführt, dass deine Verbindung zur Jugenddebattiert nochmal neu, etwas Neues hinzubekommen hat. Um diese Frage zu beantworten, muss ich von vorne anfangen. Als ich 16 war und 2017 teilgenommen habe, ich wusste nicht so wirklich, was mir Jugenddebattiert geben wird, außer Verbesserung Deutschkenntnisse und auch neue Kontakte knüpfen. Meine Perspektive hat sich aber gewechselt, als ich nach Deutschland kam zum Studium. Und da habe ich mehr Möglichkeiten bekommen, mich als Trainerin, als Jurorin, aber auch als Moderatorin zu engagieren. Und ich habe vor allem wertgeschätzt, dass ich bei Jugenddebattiert meine praktischen Erfahrungen mit neuen Teilnehmern teilen könnte, aber auch von anderen zu lernen. Dieses Jahr hat sich noch was dazugekommen, natürlich nach dem 24. Februar, dass Jugenddebattiert mir eine Chance gegeben hat, gehört zu werden. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Jugenddebattiert dafür, dass ich einfach unterstützt wurde als Ukrainerin in Deutschland, aber auch als ehemalige Teilnehmerin aus der Ukraine. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei Hertie Stiftung für das tolle Programm und für die Unterstützung, die sie jetzt den ukrainischen Alumni anbieten. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, Jana, weil das habe ich dir versprochen, dass wenn du hier bei der Runde mitmachst, dass du dann auch die Gelegenheit bekommst, dich nochmal an die Menschen zu richten. Du möchtest noch etwas sagen und das ist die Gelegenheit. Und genau für diese Gelegenheit bedanke ich mich auch bei Jugenddebattiert, weil es ist die Gelegenheit, im Namen von Ukrainern zu sprechen, auch gehört zu werden und verstanden zu werden. Und ich bedanke mich im Namen von allen Ukrainern, bei allen, die sich für die Ukraine einsetzen, die Ukrainer, die nach Deutschland fliehen müssen, sich einsetzen. Und ich möchte alle, die hier im Saal anwesend sind, um etwas bieten. Und das ist tatsächlich sehr schwer, um etwas zu bieten, was von sich selbst versteht. Einfach Menschen im Not zu helfen, diejenigen, die wegen der Krieg irgendwie sexuelle oder psychologische Gewalt erlebt haben, die ihr Zuhause verloren haben, die ihre Familie verloren haben, die einfach alle Möglichkeiten verloren haben. Aber ich mache es trotzdem und ich möchte alle in diesem Saal dazu ermutigen, einfach sich für die Ukraine einzusetzen. Und es geht nicht nur um die finanzielle Hilfe, aber auch manchmal zuzuhören für diejenigen, die hierher gekommen sind. Humanitäre Hilfe bei Behördengängen, vielleicht Übersetzung, vielleicht sich mit offenen Briefen an die Abgeordneten zu wenden, damit Deutschland stärker und schneller Hilfe für die Ukraine leistet, sei es humanitär, finanziell, aber auch militärisch. Wir dürfen hier in Deutschland nie vergessen, dass da in der Ukraine, weniger als 1000 Kilometer entfernt von uns, Ukrainer sterben im Kampf für ihre Freiheit, aber auch für die europäischen Werte und Vorstellungen. Und wir dürfen diese großartige Veranstaltung jetzt hier genießen, diesen warmen, schönen Tag in Berlin unter dem geschützten Himmel. Die Ukrainer haben aber diese Privilegien nicht. Meine zwei minderjährigen Brüder sind jetzt in der Ukraine und die sollten zusammen mit anderen Kindern jetzt Ende des Schuljahres genießen, mit Freunden spazieren gehen, aber anstattdessen müssen sie sich in Schutzbunkern verstecken und fragen, ob sie überhaupt bis morgen überleben. Und ich denke, dass wir alle verstehen müssen, dass die Ukraine jetzt Hilfe braucht, von jedem von uns, nicht in drei Monaten, am Ende dieses Jahres. Und ich bin überzeugt, dass alle in diesem Saal, dass wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Ukrainer wieder sehr schnell frei und ohne Angst um ihr Leben leben können. Danke Ihnen.
Danke, Jana, dass du heute hierher gekommen bist. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an der Runde teilzunehmen und für das, was du uns gesagt hast. Ich möchte mich bei dir bedanken. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, was Besonderes, dass wir hier auf Menschen zurückgreifen können aus so vielen verschiedenen Ländern. Und wenn wir davon profitieren können alle, ich glaube, dann hat sich das gelohnt. Jana, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke auch an Alexander, an Chin und danke auch an Raphael. Ihr vier, bitte nehmt wieder Platz. Ehemalige Siegerinnen und Sieger der internationalen Wettbewerbe, wir wenden uns dem deutschen Wettbewerb wieder zu und den künftigen, dann amtierenden deutschen Bundessiegern. Die Jury, die hat beraten. Herr Kemmern, Sie kommen schon auf die Bühne und ich möchte die vier auf die Bühne holen, die debattiert haben. Die können ihre Pulte hier vorne mal wieder einnehmen. Wo ist denn unsere Altersgruppe 2? Vielleicht holen wir die nochmal auf die Bühne. Ansgar Kemmern. Das Verfahren ist schon bekannt. Ich sage zunächst etwas zur Debatte im Allgemeinen und dann folgen die Einzelwürdigungen für euch vier und zum Schluss gibt es das Ergebnis. Zunächst möchten wir euch ebenfalls sehr herzlich für eure engagierte Debatte danken. Ihr habt nach einem gewissen Anlauf ist es euch gelungen, in der Debatte die grundsätzliche Dimension zu sehen, dass es hier nicht nur um bestimmte Berufsgruppen geht, sondern um eine ganz grundsätzliche Frage, sowohl im Hinblick auf das Verhältnis von Pflicht und Zwang, als auch im Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, wie das letztlich auszutarieren ist. Und das hat uns imponiert, dass ihr in dieser Debatte schließlich doch so grundsätzlich geworden seid. Vielen Dank für diesen Blick auf die Dinge. Was wir euch vorschlagen zur Verbesserung ist, dass ihr dabei nicht so thesenhaft bleibt, sondern noch mal stärker versucht, eure Gedanken zu unterfüttern. Also eure Positionen sind sehr klar geworden, weil ihr eben entsprechend thesenhaft formuliert habt. Aber es sind doch Sätze gefallen, die man dann gerne noch mal genauer begründet hätte. Also beispielsweise, wenn es heißt, Demokratie fordert Opfer und darin habt ihr ja sogar übereingestimmt, klingt das natürlich zunächst mal sehr respektgebietend und wenn wir sehen, was in der Ukraine passiert, ist es offensichtlich, dass die Demokratie auch Opfer verlangt. Aber ihr habt es einfach hingestellt und das könntet ihr, je gravierender eure Überlegungen sind, noch anders unterfüttern, dann gewinnt eure Debatte noch erheblich an Überzeugungskraft. Das zur Debatte allgemein. Ich bin wieder der Erste zufälligerweise. Ich spreche zu dir, Laurenz. Gefallen hat uns, dass du die Frage und die Argumente immer wieder auf dich und auf euch bezogen hast. Also wenn du davon sprichst, nicht egoistisch zu sein, dann habe ich das eben gerade nicht thesenhaft bei dir gehört oder wir nicht als Formel gehört, sondern du verlangst das überzeugt von eurer Generation. Und das hat uns da auch gefallen. Das Thema ist ja nicht neu. Also wir haben auch bei Jung debattiert immer mal wieder über soziale Dienste gesprochen, vielleicht jetzt nicht in diesem als Pflichtjahr, aber über soziale Dienste und es ist nicht neu. Aber es wird jetzt erneut debattiert und auch, weil es der Bundespräsident vorgeschlagen hat und nicht um den Pflegenotstand zu beheben, sondern um etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun. Man muss sich jetzt nicht notgedrungen immer auf den Bundespräsidenten beziehen, aber uns hat es doch überrascht, dass du das so eng angelegt hast, das Thema, um diesen Pflegenotstand zu beheben oder für die Pflege zu werben. Und du bist bei dieser Enge geblieben, obwohl die Debatte dann in der freien Aussprache eine Wendung bekommen hat und andere Themen da waren, hast du doch nochmal dann in einer Bemerkung gesagt, aber es würde auch der Pflege helfen. Also der Tipp ist da, zu schauen, was ist die Aktualität
des Themas dann doch, und vielleicht hat dann der Bundespräsident doch gerade was gesagt, was dazu passt, obwohl es ja oft auch gut ist, man nimmt ein konkretes Problem, aber trotzdem gucken, wo verlangt ein Thema vielleicht auch mal etwas Weiteres von Anfang an, das als Empfehlung. Danke, Laurenz. So. Vielen Dank für eine Debatte. Ich habe viel Corona-Frust jung gegen alt gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Das habt ihr alle sehr gut aufgegriffen. Ich gebe eine Rückmeldung zu Carina. Carina, sehr stark deine Sachkenntnis, dass du gleich den Grundgesetzartikel dann kontern kannst mit dem, was dazu zu sagen ist. Sehr leidenschaftlich im Argumentieren. Ich habe gerade bei dir eben diesen Frust dann auch manchmal gegenüber den Älteren gespürt. Das hat uns gut gefallen. Sehr gutes rhetorischen Umgehen mit diesen Schlagworten, die ja zum Teil gekommen sind, diesen Thesen, von denen wir gerade gehört haben. Es ist sehr viel Kritik an Politik durch dich formuliert worden. Das war sehr stark. Davon hätten wir gerne mehr gehabt und weniger dann im klaren Bekenntnis immer wieder der Unterschied zwischen Pflicht und Freiwilligkeit. Jetzt muss ich was zur Stimme sagen, weil du die Einzige bist, die sozusagen nicht männliche ist. Ich kenne das Problem. Meine Stimme ist in diesen Jahrzehnten immer tiefer geworden, weil es einfach schwierig ist, sich durchzusetzen. Das merken wir auch immer in den Sendungen, dass Frauen, wenn sie quasi allein argumentierend bei Männern sind, erstmal Schwierigkeiten haben, gehört zu werden. Das ist eine Sache, die dich mehr belastet als die Herren hier. Ein kleiner Tipp, du willst dann auch sehr viel. Also du hast 6 Fragen gleich in den ersten 1,5 Minuten gestellt. Das wird dann schwierig, damit irgendwie mal durchzukommen. Das ist der einzige kleine Tipp, den ich geben möchte. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich stand schon einmal hier heute. Insgesamt erstmal. Es macht wirklich Freude. Das war unfassbarer Niveau. Das war großartig, das mitzukriegen. Auch dieses Jahr vor allem offline und nicht über den Bildschirm. Es macht Spaß, nachzudenken mit euch. Das war aber für mich ein bisschen zu viel Pflegedebatte. Das Thema ist ja viel, viel größer. Jetzt muss ich dir, Jurik, ein paar Worte sagen. Positiv. Deine persönlichen Argumente, auch dass du immer wieder persönlich argumentiert hast. Es war großartig zu sehen, wie rhetorisch stark du warst, als es um die demokratischen Entscheidungsstrukturen ging. Du warst am Anfang sehr, sehr stark und dann hast du aber wenig auf die Gegenargumente reagierst. Und vor allem, was schon gesagt wurde, der Satz, der ist natürlich sehr, sehr stark und auch notwendig in dieser Debatte, zu sagen, Demokratie erfordert Opfer. Ich hätte mir gewünscht, aber dass du das weiter erklärst, weil war das sehr, sehr zentral in der Debatte und sehr wichtig auch, um das zu verstehen, was du genau meinst. Alles Gute. Danke. Lieber Benjamin, ich darf dir eine Rückmeldung geben. Und was uns sehr positiv aufgefallen ist, ist, wie vielseitig deine Argumente gewesen sind. Du hast nicht nur durch den Verweis auf den Bundestag uns klargemacht, dass die Entscheidung über diese Dienstpflicht oft nicht von den betroffenen Jugendlichen, sondern vielmehr von älteren Menschen getroffen werden. Du hast auch darauf hingewiesen, dass der Fachkräftemangel nicht nur in der Pflegebranche, sondern ja beispielsweise auch in Unternehmen besteht. Und hast auch darauf hingewiesen, dass in der Bundeswehr die Kapazitäten bereits jetzt schon ausgelastet sind. Das hat uns sehr gut gefallen. Auch gut gefallen hat uns, dass du einen persönlichen Bezug hergestellt hast. Du hast das Thema nicht nur von einer Vogelperspektive betrachtet, sondern dich auch als Teil von dieser Debatte gestellt, in deiner Eigenschaft als Jugendlicher, der von einer solchen Dienstpflicht natürlich auch betroffen wäre. Und hast dann in deiner Schlussrede noch einmal klargemacht, was eigentlich der Kernkonflikt von dieser Debatte gewesen ist, nämlich der Konflikt zwischen dem Gemeinwohl und dem Individuum. Als Tipp würden wir dir mitgeben, dass du deine Gestik und auch deine Mimik noch mehr an die Gesprächssituation anpasst, in der ihr euch hier befindet. Du hast dich sehr
sehr oft an das Publikum gewandt, hast auch sehr betont und laut gesprochen, aber vergiss dabei nicht, dass es sich eigentlich um einen Dialog zwischen der Kontra- und der Pro-Seite handelt und dass du hier vielleicht noch direkter interagierst mit deinen Kontrahenten. Vielen Dank für deinen Beitrag zu dieser Debatte. Zum Schluss hatten wir noch eine Entscheidung zu fällen, die uns diesmal sehr schwer gefallen ist. Wir haben wirklich gerungen, weil wir euch so gleich auferlebt haben. Es war gewissermaßen die Situation, dass man ein Zielfoto bräuchte, um das so gut auszuwerten. Aber nun ist eine Debatte kein Wettlauf und deshalb mussten wir uns doch nach unseren Kriterien entscheiden. Das entscheidende Kriterium für uns war hier Überzeugungskraft. Also uns ist aufgefallen, dass unter denen, bei denen wir überlegt haben, ob sie vielleicht auf dem ersten Platz sein konnten, zwei von euch sich jeweils die Bälle sehr weit vorgelegt haben und sie nicht immer einholen konnten, wenn ich das mit so einem Fußballvergleich sagen darf. Und dass es einem von euch aber gelungen ist, das in ein besseres Verhältnis zu setzen. Also das, was man beansprucht mit seinen mit seinem Ansatz und das, was man einlösen kann, was man zeigen kann, was man unterfüttern kann. Und das ergab für uns dann den Aspekt, der zur schließlichen Entscheidung geführt hat. Heißt in Zahlen auf Platz 4 von allen, die in diesem Jahr in der Altersgruppe 2 am Bundeswettbewerb teilgenommen haben, Laurenz. Auf Platz 3 von allen, Carina. Auf Platz 2, Jurek. Und der Bundessieger 2022 in der Altersgruppe 2 heißt Benjamin Reiser. Herzlichen Glückwunsch. Benjamin Reiser gewinnt das Bundesfinale. Benjamin Reiser gewinnt das Bundesfinale der Altersgruppe 2. Den Applaus nehmen wir noch einmal mit. Vielen Dank an die Jury. Jetzt wird hinter mir schon umgebaut. Wir müssen das machen, was ich vorhin angekündigt habe. Wir wollen Urkunden verleihen. Gerahmte Souvenirs, die kommen direkt frisch unterschrieben aus dem Schloss Bellevue. Und dafür möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Partner und Förderer von Jugend debattiert auf die Bühne bitten. Elisabeth Nier, Dr. Stefan Beune, Dr. Jens Brandenburg, Dr. Tobias Funk und Carola Veit, die die Urkunden übergeben wird. Herr Kemmern, kommen Sie auch noch mit dazu, dass wir die Urkundenübergabe hier gleich machen können. Kommen Sie gerne in die Mitte. Ich versuche das mal so ein bisschen zu stellen, dass wir noch einen Ticken. Jo. Und dann holen wir mal die 2x4 wieder mit auf die Bühne. Hier ist ein Pult, da ist ein Pult. Wir machen die Fotos. Die 8, die heute debattiert haben, bitte einmal zu uns nach vorne. So, und wir haben ein Programm, damit starten wir. Die Urkunden, die müssen zur Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, die übergibt die. Und wir nehmen die Runde mal mit, ihr kommt mal alle hier rüber. Wir machen das jetzt mal ganz ordentlich, damit am Ende es auch die Fotos gibt, die für immer dokumentiert werden. Auf der Internetseite einmal kurz die Bühne aufgeräumt, da hinten liegen die Urkunden bereit. Und da sind Menschen, die gratulieren wollen. Wir fangen mal an
mit dem Landessieger aus Schleswig-Holstein, der heute mitgemacht hat, in der Altersgruppe 1, ein starker vierter Platz, Frederik Möckerhaus. Da gibt's die Urkunde für Frederik. Der dritte Platz geht nach Niedersachsen an Emilia Fritz. So, und weiter geht es. Platz 2 geht nach Rheinland-Pfalz an Anna Düppe. Und einer fehlt noch. Einer fehlt noch und das ist der Bundessieger. Daniel, bitte. Los geht's. Ihr vier, bitte einmal hier mitten rein. Ihr vier, einmal hier mitten in die Mitte rein. Wir machen einmal hier das Foto. Noch weiter. So. Und gerne ein Tick noch daran. Das wird mit einem Applaus begleitet. So. Die Altersgruppe 1. Die Fotos sind im Kasten. Ihr kommt zu mir und wir machen weiter. Unsere Altersgruppe 1. Wir machen weiter. Wollt ihr auch? Ja, dann würde ich sagen, es gibt weitere Urkunden und wir starten mal mit Laurenz. Deine Urkunde, Laurenz Frenzel. Die geht nach Sachsen. Und wir machen weiter mit einem dritten Platz. Der geht nach Brandenburg. Carina Mumberg. Jurek macht sich bereit aus Nordrhein-Westfalen. Jurek Schulkle, Platz 2. Ich glaube, ich laufe einfach an mir vorbei. Was soll ich machen? Platz 1 in der Altersgruppe 2, der geht nach Bayern an Benjamin Reiser. Herzlichen Glückwunsch. So, und auch ihr kommt hier einmal mit rein. Wir machen noch einmal die Rahmung, das gleiche Motiv wie eben. Nur mit der Altersgruppe 2. Und wir schließen hier einmal die Reihen, das ist super. Altersgruppe 2, wir gehen noch mal ein Stück aus dem Bild. Und da gibt es das Foto, da gibt es noch mal einen Applaus. Los, jetzt nochmal alle mit drauf und wir machen die Bühne jetzt nochmal voll. Ich möchte nämlich 56 junge Menschen noch mit hier dazu holen. Die haben auch debattiert im letzten Jahr. Die Landessiegerinnen und Landessieger einmal auf die Bühne. Gehen Sie gerne etwas ran. Nein. Gehen Sie gerne etwas mit rein. So.
Jetzt wird es hier richtig voll. Wir gucken noch mal, wenn ihr könnt, dann geht ihr noch ein Stück rein. Auch das haben wir geübt und vorbesprochen. So, und noch ein Stück weiter. Und wir versuchen mal ganz bis zum Rand der Bühne zu gehen. Ich habe gesagt, aus Sicherheitsgründen eigentlich so 50 cm Platz lassen, aber wir machen es wirklich jetzt mal hier bis zur Kante. So, das Blitzlichtgewitter geht los und während geknipst wird, sind natürlich die Hände voll. Deswegen muss ich ein bisschen abwarten. Der Jahrgang 2022. Die Fotos sind im Kasten. Es wird gleich noch Gelegenheit geben. Hier stehen die acht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank. Das war das Bundesfinale 2022 von Jugend debattiert. Mit diesem Bild schließen wir und beginnen den Empfang. Vielen Dank.